ist aktiv. Prost, die Herren. Die Bulldogs, Leute. Prost. Prost. Und Sie hören den Bierdacher Podcast 225. Heute mit Gregor, Dennis, Stefan und Horst. Ja, ihr hört richtig, Leute. Wir haben den neuen, den Stefan. Yes, yes. Aber bevor wir zur Selbstbeweihräucherung kommen, kommen wir zur Sponsorenberäucherung. Dieser genau. Podcast wird gesponsert von Jörg Wukonik. Nein, Wukonik.com, der Internetagentur aus Österreich. Du hast das Jörg. Der Claim ausgesprochen. Ja, genau. ja, genau. Der Internetagentur aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und vielen Dank an unsere vielen Flatterer, speziell an Ayuro und Bernd Schnapsi, die uns immer wirklich sofort flattern, kaum dass die Sendung online ist. Das ist total super. Danke, Burschen. Ich weiß jetzt auch, was eine Internetagentur ist, nachdem ich auf deren Homepage war. Sehr gut. Das Geheimnis ist gelüftet. Gut, dann komme ich zur rituellen Frage. Sagt jeder kurz, was er, also über welche Themen er erzählen will und wenn Termine sind, die Termine gleich am Anfang abhandeln. Mhm. Ich möchte über die Game City reden. Ja, ich habe ganz kurz eine Serie geschaut namens The Boondocks. Ich werde über die Game City reden. Und über das Friday Night Skating und die Cosplay-Parade vor der Game City am Sonntag. Und über, jetzt habe ich schon wieder das dritte Thema. Ach so, genau. Über die, das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Thema Safe Haver. Von Europe versus Facebook, ne? Ja, das hat eigentlich nichts damit zu tun. Es wird nur immer so angepriesen, aber es hat in Wirklichkeit gar nichts mit Facebook zu tun. Aber ja. Und ich werde euch was erzählen über Leuchtdioden, wie man das Fahrradfahren am besten verlernt. Ja, und ein paar Termine hätte ich auch auf Lager. Fangen wir mit den Termine an. Ja, du hast schon gesagt, das letzte Friday Night Skating wird stattfinden. Das ist diese Woche am Freitag, den 9.10. um 21 Uhr, Treffpunkt ist der Heldenplatz. Ich hoffe, das letzte heuer oder das letzte heuer. Also es wird so schon gemunkelt, wenn die FPÖ rankommt, wird es das letzte Mal gewesen sein. Aber wir sollten den Strache nicht an die Wand malen. Dann für den 9. bis zum 11. dieses Monats, also das ist relativ Oktober 2015. Kurzfristig, das ist Freitag bis Sonntag, Oktober 2015, genau, finden im Stockwerk und im Sektor 5, das sind zwei Meeting Spaces in Wien, der Refugee Hackathon statt. Wer sich dafür interessiert, am einfachsten auf die Webseite des Hackathons zu gehen, die ist relativ einfach, hackathon.wien, wird sich auch verlinkt. Und dort kann man sich dann melden. Es werden auch unterschiedlichste Gruppen von Menschen besuchen. Jörg Designer, Projektmanager, alles Mögliche. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendeine Fähigkeit, die da gut gebraucht werden kann, um Flüchtlinge in Zukunft durch Software, die man selber geschrieben hat, zu unterstützen. Dann als Termin auch am gleichen Wochenende, am 10. Oktober 2015, findet im MetaLab statt. Das erste Podcast-Meetup von einer neuen Meetup-Gruppe. Für den 13.10. haben wir einen spannenden Termin. Das ist ein Noteschool-Kurs. Das bedeutet, man kann dort Web-Applikationsprogrammierung lernen. Das ist besonders einfach für Leute, die vielleicht schon ein bisschen was mit JavaScript zu tun haben, weil Node ist in JavaScript geschrieben. Also da kann man sein Wissen ein bisschen vom Client, vom Browser erweitern auf dem Server und schreibt dann Server-Applikationen. Also wie gesagt, 13.10. 17.30 Uhr geht das los. Auch im Internet, oder? Das ist im Sektor 5. Ja, Sektor 5, okay. Und noch ein Workshop im Sektor 5 am 15.10. Um 16 Uhr gibt es einen Ruby on Rails Beginners Mini-Workshop, der dauert 3 Stunden. Auch da sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Wir haben mittlerweile schon eine ganze Menge Tutoren aufgestellt. Ich glaube, so 8 Tutoren gibt es, die euch, egal in welchem Betriebssystem ihr zu Hause seid, helfen können, mit Ruby on Rails weiterzubringen. Und als letzten Termin habe ich noch für 17. und 18. Oktober, das ist wie das Wochenende Samstag, Sonntag dann, die JuroCo, das ist die Europäische Ruby-Konferenz 2015, die findet nämlich freundlicherweise ganz in unserer Nähe in Salzburg statt, mit einer echt tollen Speakerline, also zum Beispiel der Erfinder, wenn man so will, von Ruby, der Mats, spricht dort auch, also kann ich mir empfehlen, bin auf jeden Fall dort.
Wenn wir bei Terminen sind, am Wahlsonntag, dem 11. Oktober, gibt es in der Bildakademie der Bildenden Künste in Wien einen schönen Workshop mit Spielen programmieren, also mit mir, mit Derek Brink, der war schon mal im Podcast, und mit Andrea Meyer von Turtle Stitch. Und da geht es um Scratch-Programmierung, um das Scratch for Kids for Dummies Buch von Derek Breen und vor allem um programmierbare Stickmaschinen. Das klingt ein bisschen komisch, aber das ist was ganz was Tolles. Also man programmiert und dann gibt es ein Muster ausgestickt. Das schaut dann toll aus. Ja, besonders und damit nimmt man ja, ist das auch, wo man die Raspberry Pis zusammenschließt mit den Stickmaschinen, um sie Funktionalität zu erweitern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da Raspberry Pis drin sind. Soweit ich das kapiert habe, kannst du jeden beligen Laptop nehmen für die Software. Das ist ein Fork von Snap. Und auf jeden Fall, das ist so gedacht als Erwachsenen-Kind-Workshop. Also man kann auch mit Kindern hinkommen und für jeden was dabei. Auch auf der Spielen-Programmieren-Homepage ist das verlinkt. Mhm. Es ist nur wichtig, sich anzumelden. Das ist Teil von der Code Week. EU-Code Week. Wer die Tasche von Sven Guckes kennt, da ist sogar ein davon gesticktes Motiv drauf. Ich habe mal einen Vortrag von ihr mitbekommen. Zuerst fand ich es etwas langweilig, Stickmaschinen, aber im Endeffekt ist das eine ganz heiße Sache, weil man ist dadurch flexibel, man kann sein eigenes Lieblingsband-T-Shirt selber. Das ist praktisch sticken. Dreidimensionales 2D-Drucken zum Anfassen. Ja. Oder Plotten. Ganz, ganz gut. Stefan, ich bin so begeistert, wie schön du die Termine machst. Das habe ich mir 225 Folgen lang gewünscht, dass immer die Termine am Anfang erklärt werden. Wir haben nie mehr gehabt und deshalb ist das immer untergegangen. Bitte komm jede Sendung und tu Termine vor. Nein, nein, nicht mehr. Oder sonst tust du uns per Wavefile schicken. Ja, super. Ich darf noch gleich anschließen. Es gibt jetzt ein monatliches Posting am Spielenprogrammieren.at Blog. Für immer die Monatstermine sind immer ein paar Monate auch im Voraus. Also, ich werde auch alles, was du jetzt gesagt hast, eintragen. Also die Quake-List von Wien werden für alle Nerd-Termine. Cool. Wie wäre es mit einem Kalender? Durch einen Kalender, so richtig schön grafisch. Ja, also als nächstes. Jetzt habe ich mal eine grafisch hübsche HTML-Page stehen. Mit zweifarbiger Tabelle, bitte. Ich bin ganz stolz auf mich. Schwarz und weiß. Grün und weiß. Ich habe jetzt ein CSS-Layout gestohlen. Ja, das habe ich mir überlegt, ob ich da noch so einen exportierbaren Kalender draus machen sollte. Aber wird wahrscheinlich auch noch. Also, spielenprogrammieren.at/blog. Ja, was ist das nerdigste Thema von denen, die wir aufgezählt haben? Du hast gesagt, die EU-Sache, du hast was viel Nerdigeres gehabt. Du hast Let's gehabt. Let's sind nerdiger als die. Ja, definitiv. Also, ich mache jetzt was, besonders was man, wenn sie selbst gestraubt sind. Ich mache jetzt was man auf einem Audio-Podcast nie machen soll, nämlich eine visuelle Demonstration. So, bitte. Halt kein Problem, das kann ich nämlich mitfilmen, solange ich das Gesicht von Gregor nicht erwische, darf ich schon alles filmen. Wenn ich das Gesicht von Gregor erwische, dann ist er blind. Ja. Sonnenlicht, Hilfe! Zu spät. Moment. Warum ist so hell? Naja, ich habe gerade eine Lampe aufgedreht, nämlich die Lampe, die sonst auf meinem Fahrrad drauf hängt. Wie viele Lumen sind das? Das momentan, weiß ich noch nicht, in der Endausbaustufe sind es 1800 dann. Also es wird jetzt dann noch 1800. Heller werden. Ja, zum Vergleich, weil es wird schon immer wieder heller. Ja. Was hat eine normale Fahrradlampe, wenn ich feststrampel? Das ist schwer zu sagen, weil das sehr von der Qualität der Lampe abhängt. Also alles ab 50 aufwärts, sage ich jetzt einmal. Wobei das auch schwer ist, das dann wieder in einen visuellen Eindruck zu vermitteln. Okay. Aber du bist auf jeden Fall viel zu hell für einen normalen Fahrradfahrer damit. Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man niemanden damit blendet mit so einer Lampe. Das ist wirklich wichtig, weil damit kann man auch Gefahr dann erzeugen. Nicht? Aber das ist ein Licht, das ist kein Laserstrahl. Nein, das ist Licht, das ist eine Leuchtdiode. Ja. Also ich drehe es auch jetzt nicht auf. Mhm. Ich koppel das da jetzt ab. Mhm. Ich will ein bisschen was dazu erzählen. Warum ich das hier vorstelle, ist, ich habe gesucht eben nach einer gescheiten Fahrradbeleuchtung. Jetzt wird es ja langsam auch wieder Winter. Das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr. Mein Birndl am Fahrrad war nicht besonders hell. Habe gedacht, jetzt kaufst du mal was Gescheites. Habe ein bisschen recherchiert. YouTube ist eine super Quelle, weil da gibt es auch dann hübsche Videos, nicht? Und habe super Lampen gefunden zu Preisen, die, naja, mir zu viel Geld waren. Ich habe ein Fahrrad um 200 Euro, so ein Baumarktfahrrad für die Stadt. Und dann noch 200 Euro für eine Lampe drauf, das ist es vielleicht nicht ganz wert, habe ich mir gedacht. Habe recherchieren Tests gefunden und habe dann gesehen, das Interessante ist ja eigentlich wirklich die Leuchtdiode, die da verbaut ist. Mhm. Und diese Leuchtdiode, die verbaut ist, ist standardisiert.
Also unterschiedliche Lampen haben unterschiedliche Leuchtdioden, die haben auch dann eine ganz klare Bezeichnung, also die von meiner Lampe, das ist eine XMLU2. Warte, ich muss da kurz unterbrechen. Der Stefan hat jetzt aus einem mitgebrachten Titanpad, was der Sven eingerichtet hat, etwas vorgelesen, was er sich vorher aufgeschrieben hat. Das heißt, Sie hören jetzt einmalig im Bierdorfer Podcast vorbereiteten, recherchierten Content. Ja? Man muss auch dazu sagen, der Stefan hat eine pädagogische Ausbildung. Legen Sie sich das gut ein. Stunden vorzubereiten. Man kann auch sagen, der Stefan ist so alt, dass er sich nichts mehr auswendig merkt. Wir Laber-Podcastler sind tiefst beeindruckt. Aber gut, ja. Also das sind relativ großflächige Leuchtdioden, die in Lampen verbaut werden. Die habe ich gesehen von amerikanischen Firmen, so in der Größenordnung 180 Euro aufwärts. Mhm. Da habe ich gedacht, ich glaube, das wird es nicht werden. Habe dann zuerst einmal geschaut, was gibt es so günstigeres und herumrecherchiert und dann eben rausgefunden, dass diese LEDs standardisiert sind und habe dann nur mehr gesucht nach genau Fahrradlampen mit dieser LED und das ist im Prinzip ein Nachbau einer amerikanischen Lampe von einer chinesischen Firma. Okay. Und ich habe, glaube ich, zahlt 28 Euro oder so dafür. Und die hat gleich zwei Birnen nebeneinander. Zwei davon nebeneinander. Ja, was hat das für einen tieferen Sinn, dass zwei sind? Mehr Licht. Weil zwei solche Leuchtdioden sind billiger als eine hellere. Ah, okay. Also der Preis von den Leuchtdioden, der nimmt dann ziemlich drastisch zu mit der Leuchtkraft. Außerdem ist er ganz hübsch, sollte man eine hinwerden, geht noch über die zweite. Wenn es wahr ist, ist die Frage, wie es verschalten ist, genau. Und eben auch mit einem schicken Akku-Pack dabei und mit einem Netzteil, wo man es anschließen kann und aufladen kann. Also keine Batterien, sondern das Ganze mit Akku. Und kannst du das jetzt mit dem Fahrraddynamo aufladen? Oder? Nein, kann ich nicht, sondern das muss ich schon noch an die Steckdose stecken. Mhm. Ja. Das heißt, du hast jetzt gar kein Fahrraddynamo mehr? Ich habe auf dem Rad gar kein Fahrraddynamo drauf, ja. Aha. Mit dem ich gerade herumfahre. Und jetzt die Über-Nerd-Frage. Ist das genau dasselbe amerikanische Ding, was er sich auf die M4 Sturmgewehre drauf tun, um so im Dunkeln schießen zu können? Weil das schaut so cool aus. Das glaube ich kaum. Glaubst du nicht? Ich glaube, okay. Die werden eher Laser drauf geben. Okay. Spielst du aus Ego-Shooter? Genau, ja. Nein, da gibt es ja nicht. Aber. Ich hätte noch ein paar Vergleichswerte. 1800 Lumen hat diese Lampe, das sind zwei Leuchtdioden. Ja. Und zum Vergleich, wenn man beim IKEA für E14er, das sind die kleinen Gewindeglühbirnen, Lampen kauft, also in LED-Bauform, IKEA verkauft ja nur noch LED-Glühbirnen, dann haben die 400 Lumen. Ja. Das heißt also, wenn ihr, so wie ich zum Beispiel, 5 Lampen da drin habt, um euren Raum auszuleuchten, dann sind das 2000 Lumen, wenn ich richtig gerechnet habe. Und die hat schon 1800. Und es ist ein Strahler. Das heißt, es ist ziemlich gebündelt. Und es ist auch beim Fahrradfahren eine Frage, ob gesehen werden oder selber sehen. Wenn ihr nur gesehen werden wollt, dann reicht diese Frog-Dinger. Wenn ihr selber was sehen wollt, weil ihr zum Beispiel auf der Straße fährt und da ist keine Lampe, dann braucht man so eine Lampe. Mhm. Und 1800 ist wirklich stark, diese Beamer und so gehen doch schon bei 1200 Lumen los oder so. Diese LED-Beamer, das gibt also schon zur Projektion geeignet, ja. Von der Stärke her. Also. Ja, ist schon mächtig. Und wie bist du zufrieden mit dem Ganzen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Der Akku hält sicher so seine 7-8 Stunden. Also da kann man schon ein paar Mal fahren. Ja, das dann es gibt auch so eine Statusanzeige, die mir darstellt, wie gut die Ladung jetzt noch ist. Also 1-3 LEDs. Da kriegt man ein bisschen Gefühl im Laufe der Zeit dann, wie lange man noch fahren kann damit. Ohne Probleme. Also ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Damit wir gleich volle Schleichwerbung machen, das heißt Playzone. Man sagt, ja, das ist die aber ich glaube, das ist ziemlich sinnlos, weil die wechseln ihre Markenbezeichnungen. Also, okay. Am einfachsten auf Amazon schauen nach der LED-Bezeichnung und dann schauen, was für eine Lampe einem damit zusagt und dann die nehmen. Du mal vollständig jetzt aber noch den Disclaimer machen, du kriegst keinerlei Zuwendungen von der Firma dafür. Nein, nur ich weiß nicht mal, welche Firma das ist. Okay. Der unabhängige Podcast. Chinesische Firma. Okay, passt. Und so im Vergleich zum Dynamo Lichtradeln, was du jetzt früher gemacht hast. Also kann man einfach nur sagen, kein Vergleich. Es gibt mittlerweile neue Fahrräder, also mir kommen immer wieder neue Fahrräder entgegen, die durchaus auch mit Dynamo vergleichbar sind. Also das hat sich natürlich auch alles weiterentwickelt. Aber so zu einem Baumarktfahrrad, wie ich sage, wie meines ist, ist gar kein Vergleich. Also das ist gefühlt, ist es fast ein Autoscheinwerfer, den man da hat am Rad. Auch mit Dynamo ist ein Unterschied, weil ein Dynamo bedeutet ja, dass man durch Mannkraft das Ding antreibt. Und diese Dynamos sind alle gleich. Die sind
je nachdem, wie schnell du trittst, dieselbe Leistung. Das heißt, man kann allerhöchstens eine Batterie oder einen Kondensator damit aufladen und das wieder dann verwenden. Wenn jetzt allerdings man ziemlich langsam tritt, ist irgendwann das Licht trotzdem aus, weil es nicht hell genug wird. Also verbaut man doch lieber einen guten Kondensator, um ein bisschen Energie zu speichern, damit die ganze Zeit kontinuierlich gleich viel Licht da ist. Aber dafür ist die Leistung natürlich ganz schön stark gesenkt. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, boah, ich nehme jetzt eine bombastische Leuchtdiode. Die verbraucht eben auch mehr Energie. Mhm. Ich vermute mal, das sind auch mehr als 10 Watt, die verbraucht. Und um 10 Watt zu erzeugen, da muss man ganz schön radeln. Und das muss man kontinuierlich. Sonst ja, bringt das einem gar nichts. Oder so. Okay, also Fazit, du bist zufrieden mit deinem Super-LED-Scheinwerfer, der aber nur per Akku aufladbar ist. Genau. Du brauchst eine Steckdose, wenn du lange im Dunkeln fährst. Das ist richtig. Ja, cool. Mach doch mal die Game-City. Die wird recht lang und es sind dann hinten zwei Interviews. Ich wollte da keine so große Lücke entstehen lassen und das dann eher am Schluss machen. Vom höhertechnischen her. So. Du meinst du dramaturgisch? Ja, weil sonst ist es blöd, wenn ich was erzähle und ganz am Schluss hören sie ein Interview. Dann machen wir doch was Politisches dazwischen, oder? Machen wir den Max Schrems vielleicht. Max Schrems? Okay. Das ist lustig, weil der Dennis gerade immer super hinzumachen. Jetzt halten wir dich ab Kebab von deinem Kebab. Hat, der wird jetzt gerade angekündigt. Ich wir beiden uns bestellt. Jetzt am Konflikt von Dennis. Soll ich essen oder soll ich das nicht? Das nächste Mal bestelle ich einen Döner. Bestelle ich einen Döner mit der Tomatensauce drunter. Also ganz ehrlich, das ist echt Hammer. Du sagst, dass du beim Karl bestellst. Ja, nein, ich habe aber schon ein paar Mal vorher Speisenteller. Okay. Forstplatte, meine ich. Ja, letzte Woche hatten wir den Vorspeisenteller. Die Horstplatte. Wir waren einmal ein Nerd-Tech-Podcast und wir degenerieren so in Richtung schöner. Und dieser Döner ist echt wirklich bombastisch. Also eine Tomatensoße wäre jetzt vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht dazu. Aber auch ohne Tomatensoße. Ja. Köstlich. Der Döner hört es gerade nicht, deswegen, wenn er wiederkommt, sei ich, oh, das war schlimm. Also, ja, was ich als Thema habe, was uns eigentlich alle angeht in der EU, es gibt jetzt einen EuGH, also Europäischen Gerichtshof, ein Urteil zum Thema Safe Harbor, falls das keinem was sagt. Diese Regelung besagt, dass alle Daten innerhalb der EU unter die Datenschutzverordnung fällt und man sie nicht einfach so ins Ausland bringen darf. Das heißt also, jedes Unternehmen, was im Ausland agiert, kann nicht die Daten aus Europa irgendwie ins Ausland bringen. Auch ein Unternehmen, was in Europa ansässig ist, kann nicht ihre Daten ins Ausland geben, um sie dort verarbeiten zu lassen. Was macht man da? Da musst du dazu sagen, es können schon, sofern sich das Ausland an die europäischen Datenschutzgesetze hält. Das ist jetzt Safe Harbor, genau. Mhm. Also wenn jetzt ein Unternehmen im Ausland in der sogenannten Safe Harbor Liste drinsteht, wie zum Beispiel Google, Facebook, Amazon und noch einige andere, die stehen in dieser Liste, dann darf man sie, durfte, wohlgemerkt, man diese Daten ins Ausland weitergeben. Und diese Safe Harbor-Regelung ist jetzt aufgehoben worden wegen der NSA-Affäre. Mhm. Dadurch, dass die NSA die Daten Zugriff darauf haben konnte, dass sie bei den Unternehmen vorbeischauen konnte und die Daten sich holen konnte, ist der Safe Harbor jetzt restlos aufgehoben und durch nichts ersetzt worden erstmal. Das ist heute passiert. Also heute ist der 6. Und damit ist jetzt klar, dass die Daten von Facebook und Google jetzt illegal in Amerika verarbeitet werden. Ja, nicht nur von denen. Es gibt ja jede Menge Cloud-Anbieter. Ich meine, das ist das große Modewort und Thema. Und da sind auch einige Dienste, die jetzt... Zum Thema ist dieses Thema ist ja recht groß. Es gibt schon einen Future-Zone-Artikel und ich nehme auch an, andere Medien werden das jetzt in der nächsten Zeit aufarbeiten. Also ich werde versuchen, die alle zu verlinken. Mhm. Was man dazu sagen sollte vielleicht ist, die Klage ist angestrengt worden von Max Schrems wegen dem Europe versus Facebook Prozess, den er sozusagen angestrengt hat gegen von der politischen Ebene finde ich, das ist sehr schön, dass als Einzelner, der jetzt jahrelang verspottet wurde, du wirst nie eine Chance gegen Facebook und machst nicht unser Facebook kaputt, dass du schon als Einzelner auch in der EU die Möglichkeit hast, in der Rechtsstaat was zu bewegen. Sehr,
das war schon ein ziemlicher Krimi, auch wenn man es verfolgt hat mit dem Lesen, dass er dann nämlich dann nach Irland gehen musste, wo dort das entschieden wurde und so, wie das nicht gegangen ist. Das ist schon beeindruckend. Einzige Frage, was ich muss ein bisschen pessimistisch, es ist eine sehr technische Materie. Man muss sich anschauen, wie das jetzt in nächster Zeit, was für Auswirkungen das wirklich dann konkret hat, ob sich die Firmen dann weiterhin vielleicht irgendwie vorbeischummeln können, weil sie es nicht transferieren oder vielleicht nur spiegeln die Daten oder so. Ich meine, da gibt es viele Löcher, aber es ist auf jeden Fall ein Meilenstein, dass da zumindest mal recht gesprochen wurde. Ja. Also ich werde auch ein paar Links dazu bieten, welche Alternativen es für Unternehmen gibt. Das ist vielleicht für manche interessant, werde jetzt nicht weiter ausbreiten. Aber es ist wirklich interessant, dass mal dem Datenschutz in Europa wirklich eine Stellung gegeben wird, die das verdient. Also bisher wurde der Datenschutz in Deutschland, in Österreich, überall ziemlich stiefmütterlich behandelt und ziemlich schlecht. In Amerika war es schon bekannt, aber dort konnte man gegen die Unternehmen klagen, was man hier in Europa nicht kann. Und im Endeffekt, passt auf, wenn ihr einen Vertrag unterschreibt. Es kann nämlich drinstehen, dass die Unternehmen sich selbst erlauben, die Daten ins Ausland zu transferieren. Weil das ist nämlich sowieso immer schon ausgeklammert gewesen. Man konnte, wenn man es vertraglich unterschrieben hat, konnte das Unternehmen die Daten ins Ausland transferieren. Und diese Regelung gibt es weiterhin, weil das nicht unter Safe Harbor fällt, sondern nur die Unternehmen, die unter Safe Harbor, die mussten nicht angeben, dass sie es ins Ausland transferieren. Sie durften es einfach so machen. Das ist eine Pauschalerlaubnis gehabt von der EU und die ist jetzt gefallen. Also auch diese Safe Harbor Firmen müssen sich an das europäische Datenschutzgesetz halten und sozusagen in ihren ausländischen Servern EU Datenschutzrechte beachten. Das weiß mussten sie bisher. Jetzt ist es wurscht, ob sie es tun oder nicht, weil jetzt mehr oder weniger mit der... Soweit ich glaube, dann müssen sie es jetzt. Bis jetzt wurde das angenommen, dass sie es tun, aber es gab keine Rechtsgrundlage dazu. Der EuGH hatte komplett Safe Harbor aufgehoben. Komplett. Okay. Komplett, ja. Was mich jetzt allerdings mir einfällt, ich weiß nicht, ob es nur die USA ist oder auch andere Länder. Zumindest bei der USA ist es wie in der NSA, weil nämlich die Gesetze in Amerika so ausgelegt werden können und auch ausgelegt werden, dass die NSA immer Zugriff drauf hat. Das heißt, das ist für einen europäischen Bürger nicht hinnehmbar. Und deswegen sind alle Safe Harbor Unternehmen auf dieser Liste, die aus der USA stammen, auf jeden Fall aus der Liste raus. Was jetzt mit anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Dann gibt es ja auch noch so eine Frage wie zum Beispiel, was ist mit England? Großbritannien hat ja die GCHQ und dieser Geheimdienst macht das ja im Prinzip auch und die sind ja schon innerhalb der EU und die halten sich selber nicht an den Datenschutz. Also das ist auch noch eine offene Frage. Also auf jeden Fall ist das jetzt aufgehoben worden. Und bleib das am Ball, das gibt sicher interessant. Eine hübsche Boulevard-Episode dazu kann ich noch beisteuern. Der Edward Snowden ist seit ein bisschen über einer Woche, glaube ich, auf Twitter und der hat von diesem Urteil eben auch gelesen und hat daraufhin einen Tweet eben verfasst an alle seine Follower, indem er den Max Schrems beglückwünscht und der ist natürlich damit twittermäßig jetzt auch durch die Decke gegangen. Das war auch recht lustig, ja. Das heute zu verfolgen. Verdammt, wie kriegen wir Snowden dazu, dass er Bierdacher-Podcast hört? Schon längst. Vielleicht mal bei ihm zu Hause aufnehmen. Ja, genau. Zumindest in Folge. Na, also auf jeden Fall Gratulation an Max Schrems. Also ich finde, das ist ein super Beispiel, dass Zivilgesellschaft und Engagement zeigen. Ich habe schon gesagt, dass jetzt auch dieser mit dem NSA-Aspekt hier ist endlich mal so ein Urteil geworden, mit so einem, das ist nicht in Ordnung, hier wurde das geltende Recht auch verletzt. Ich meine, das war ja ein bisschen, da hat sich die EU überhaupt nicht mit rumgeklettert, wie das mit dem ganzen NSA bekannt geworden ist. Und ich meine, dass das von einer Privatperson, von einem Juristenstudenten durchgesetzt werden muss, dass wir da überhaupt einmal sagen, hoppla, so, aber nicht. Sagt einiges aus, wie unsere Regierungen funktionieren. Ich möchte es nochmal betonen, was du jetzt gesagt hast. Ich bin so ein Typ, der sich immer wieder sagt, naja, als einzelner Mensch kann man ja eigentlich nichts ausrichten. Wir sind ja alle so arm und als Einzelner schafft man sowieso nichts. Und das ist, finde ich, so ein Beleg, so ein schöner Beleg, einmal zu sehen, wo echt ein Mensch, der couragiert ist, und in dem Fall jetzt sogar vollkommen im Rechtsstaat, in den Mitteln des Rechtsstaates mit der EU-Gesetzgebung was erreicht, was wirklich ein Meilenstein ist. Es ist vielleicht nur ein erster kleiner, aber es ist ein Anfang. Ja.
Was ich auch jetzt noch anmerken möchte als letzten Punkt, oder hat noch jemand da was zu? Okay, weil was ist jetzt mit TTIP und den ganzen interessanten, unschönen Chlorhühnchen-Verträgen zwischen EU und USA? Weil das basiert auch zum Teil auf Safe Harbor. Da dürften sie sich auch jetzt ganz schön viele Gedanken machen müssen, wie sie das jetzt regeln. Und das ist auch wiederum ein Meilenstein. Als gelernter Österreicher kann ich dir versichern, dass du dir keine Sorgen machen musst um die EU. Sie werden um Weihnachten herum werden sie eine neue Abkürzung erfunden haben, statt TTIP vielleicht DDOGU oder so, keine Ahnung. Und da wird dann derselbe Scheiß unter einem neuen Namen ohne Safe geheim Paper verhandelt. Ja, genau. Das ist das Schwierige, ja. Zu diesem Thema auch bitte die Facebook-Kommentare von Michael Raimond lesen. Oder seine Tweets, er schreibt da recht schön, also um TTIP. Sein EU-Abgeordneter von den Grünen, der kümmert sich sehr um das. Bei FIFA steht auch einiges. Ja, genau. Haben wir Erfreulicheres? Das war erfreulich. Also das war erfreulich. Ja, TTIP, NSA. Ich habe noch etwas, das ja nicht so unmotiviert zwischen letzte Sendung, nämlich zum Fahrradthema. Ja. Und da hat nämlich der Thomas uns auf Google Plus geschrieben, dass er da noch einen weiteren Link hat zum Thema schnellstes Fahrrad. Möchte ich noch was hinzufügen, wie das nämlich auf Langstrecke aussieht, und hat uns einen Link geschickt. Und lieber Thomas, dieser Link ist schon in den Shownotes von 224 eingearbeitet. Genau, jetzt sind wir an unsere Hörer noch, da kann man das rausfischen, den Link auf Google Plus, und sich das anschauen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich werde mir das noch anschauen. Man sieht ein Video, glaube ich, oder ein Bild oder ein Video, eben wie dieses Ding fährt, dieses ellipsoide Gefährt. Okay. Jo. Tumbleweed. Wir haben jede Menge. Ja. Ja, Moment, mal halt. Du hast was über Refugee-Hack gesagt, das war nur die Ankündigung, da warst du aber noch nicht. Nein, da war ich noch nicht, das finde ich sehr schade. Vielleicht kommst du danach dann, oder vielleicht sehen wir uns ja dort sogar und können wir nachher im Podcast dann noch darüber berichten. Ja. Aber du hast andere Themen noch. Ja. Ich habe noch ein Fahrradthema. Ja, bitte. Ja, Fahrradthema. Ich hole allerdings ein bisschen aus dazu. Und zwar, ich bin eigentlich ein Web-Applikationsentwickler in Ruby on Rails. Und dieses Ruby und auch das Ruby on Rails ist sehr objektorientiert. Also mein Hirn ist zurzeit auf Objektorientierung, und alles, was ich irgendwie neu programmiere, modelliere ich zuerst in Klassen und in Methoden und so weiter. Und in der Ecke da geht der Trend zurzeit, dass man doch auch ein bisschen funktional programmieren können sollte. Und jetzt habe ich begonnen, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Also für Ruby-Leute bieten sich da an Sachen wie Elixir und darauf ein Framework namens Phoenix, das fast so ausschaut wie der Ruby on Rails, aber halt doch funktionales Programmieren ist. Und irgendwie habe ich mir immer schwer getan, jetzt wirklich das anzufangen zu lernen. Ich habe das Gefühl gehabt, so eine Spur einer Angst, ich könnte das vergessen, was ich jetzt kann, oder ich könnte schlechter werden bei dem, was ich jetzt kann, weil will ich was Neues dazu lernen. Eigentlich ist ja das kompletter Schwachsinn, weil normalerweise ist es so, wenn man was Neues lernt, dann kann man sogar manche andere alte Sachen besser, weil man ja Sachen vernetzt und so weiter. Paradigmenwechsel, Paranoia. Vielleicht. Und dann aber du bin ich auf ein YouTube. Jetzt bestätigen, dass jeder Schüler diese Instinktangst hat, wenn er noch was lernen muss, dann vergisst er sicher, was er vorher gelernt hat. Zumindest ist das Lernen an sich eher seltsam ist. Also ich schiebe dieses Argument auch vor, ich gebe es zu. Und haben wir gedacht, das ist auch eigentlich nur Unfug. Und dann bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen, das wir auch verlinken. Und das hat mich eigentlich doch ziemlich überrascht. Da gibt es ja so diesen Spruch, das Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und das stimmt nicht. Das habe ich gelernt. Das stimmt nicht, und das wird in diesem Video auch ganz eindeutig widerlegt, wo ein Mann seinen lokalen Schweißer vorstellt. Der schweißt ein Fahrrad nämlich so um, dass der Lenker sich nicht so bewegt, wie man es normalerweise gewohnt ist. Also wenn man von oben drauf schaut, ist ja normalerweise so, wenn man den Lenker im Uhrzeigersinn dreht, dass dann das Rad nach rechts fährt. Genau, ja, okay. Und die haben einfach eine zusätzliche Welle mit einem Zahnrad, sodass wenn man den Lenker nach rechts dreht, dann kippt das Vorderrad nach links. Ja.
Und das haben sie als Witz gemacht. Also nie hat er, sie haben nicht wirklich vorgehabt, damit zu fahren, bis einer von einem Videocast sie gemeint hat, das will er jetzt lernen. Hat sich auf das Rad gesetzt und hat ja auch, nicht, er schafft ja das intellektuell ohne Probleme, nicht? Da kann man ja einfach mappen. Und dann sieht man den nochmal ein, zwei Minuten lang scheitern. Und er hat sich dann als Herausforderung gesetzt, er will das jetzt lernen. Und er hat es auch gelernt. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er 2 oder 3 Monate dafür gebraucht. Monate. Immer wieder jeden Tag geübt. Also er hat aber schon Radfahren können. Der konnte vorher. Kind hat er sofort, hätte es wahrscheinlich sofort mit dem. Das konnte gleich. Also der hat das wirklich dann, also er hat umlernen müssen. Er hat umlernen müssen, ja, auf das. Und hat es aber dann im Laufe der Zeit geschafft. Am Anfang war es alles noch ein bisschen wackelig. Mhm. Sieht man auch sehr hübsch im Video. Und der Mann hat auch einen jungen Sohn, so von 6 Jahren, der zu dem Zeitpunkt 3 Jahre Radfahren konnte. Also der hat das als ganz kleiner gelernt, den hat er dann auch auf so ein kleines umgebautes Rad gesetzt und der hat das innerhalb von 2 Wochen geschafft, sich umzustellen. Also da habe ich schon mal sehr schön gesehen, dass das, was man da sagt, nicht mit den Kleinen, die lernen das alles viel schneller, bei den motorischen Sachen echt stimmt, der hat weniger umlernen müssen. Und dann kam der Überclou, nämlich dann in der nächsten Szene ist er in Amsterdam, setzt sich auch wieder auf ein normales. Und das, er stellt sich genau das Richtige vor, dann haut es nämlich wieder ziemlich auf die Schnauze. Und das ist mitten auf einem öffentlichen Platz in Amsterdam mit viel Verkehr, also Publikumsbetrieb rundherum, und die Leute rundherum schauen alle zu, wie dieser eine Mann, dieser seltsame Mann, da nicht Radfahren kann. Und das Interessante ist, nach etwa 20 Minuten klickt das Hirn dann wieder sozusagen zurück in den alten Modus und dann kann er wieder fahren. Und die, die gerade Zuschauer waren, unterstellen ihm, dass er das Ganze bisher gefakt hat, dass er nicht Fahrrad fahren konnte. Aber für mich war es sehr interessant zu sehen, dass man offensichtlich scheinbar wirklich, zumindest was motorische Sachen angeht, sowas wie Programme hat, zwischen denen das Hirn hin und her schalten kann. Und vielleicht ist meine Angst, was das funktionale Programmieren angeht, ja doch nicht so unbegründet. Also ich schiebe es jetzt einmal noch ein bisschen hinaus. Ich habe da jetzt zu beiden Sachen noch etwas. Ein ähnlicher Effekt ist übrigens auch beim Sehen. Wir sehen nämlich in Wirklichkeit alles verkehrt herum. Also oben, unten verkehrt. Und rechts und links auch gleichzeitig. Und es gibt Brillen, die das auch rumdrehen. Ja, und man braucht circa 2 Wochen, um das zu lernen, das richtig zu sehen. Und junge Menschen lernen, müssen das auch erst lernen, richtig rumzusehen. Wir, für uns ist es alles normal, dass wir so sehen, wie wir sehen. Und wir sehen nicht einmal, dass es verkehrt herum ist. Und ja, das ist... Also was du sagen willst, der Augapfel projiziert sozusagen das Bild wie eine Kamera obscura verkehrt herum auf die Lenshaut. Ja? Und dein Hirn dreht das um. Hm? Wir sehen es nicht mehr, dass wir verkehrt sind. Aber das ist eine optische... Ja, genau. Das wird alles umgenäht. Und mit diesen Brillen, also man kann sich so Brillen aufsetzen, die das Bild halt wieder verkehrt herum tun. Und wie, weißt du da, wie lang die Zeiten sind? Ja, 2 Wochen ungefähr. Nach dann 2 Wochen sieht man wirklich, dann kennt man sich wieder aus in der verkehrten Welt. Aber zwei Wochen muss man diese Brille tragen. Oder? Ja, kontinuierlich. Aber da gibt es Leute, die können dann damit Radfahren sogar, glaube ich. Und das Gehirn dreht dann auch das Bild wieder richtig um. Und das heißt, viel Processing-Leistung. Ja, genau. Nur dafür, dass du gerade ausschaust. Und wenn man die Brille abzieht, hat man dasselbe nochmal. Ja, das ist faszinierend, diese Wahrnehmungssache. Ja. Und so, Und zum Thema funktionales Programmieren in Ruby, ich programmiere immer nur funktional und ja, man verlernt dann zum Teil tatsächlich ein paar Sachen in Ruby, aber es ist halb so wild. Also objektorientiert programmiert man ja weiterhin. Also ich kann es nur empfehlen, es macht richtig Spaß, funktional zu programmieren und das ist einer der Gründe, weshalb ich Ruby noch programmiere, weil sie funktional unterstützt, also funktionales Programmieren. Und sonst würde ich wahrscheinlich auch zu einer rein funktionalen wechseln, aber ja. Also ich kann es nur empfehlen, lernt funktionales Programmieren, es wird euch nur helfen. Und lernt auch logisches Programmieren, das ist auch etwas, womit sich kaum jemand auseinandersetzt. Und wenn man es getan hat, öffnet es einem die Augen. Also ich kann es nur empfehlen, über Tellerränder hinaus zu schauen. Es gibt auch andere Paradigmen. Funktional, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so bewusst funktional programmiert habe. Ich glaube, das war auf der Uni. Mit Haskell. Gibt es einen neuen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber ich kann mich erinnern, danke, dass
Ja, war ein angenehmer Denksport. Das waren einfach so kleine Aufgaben und man musste da durchgehen. Ja. Was jetzt ganz nett ist, früher war das funktionale Programmieren teilweise ziemlich mühselig, weil es hat dann ausgeartet in unendliche Klammerorgien, dass man immer wieder Sachen ineinander geklammert hat. Und das ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, diese Schreibweise. Also es gibt sehr wohl andere Schreibweisen. Mhm. Also, List meinst du, ne? Ja, ja. Mhm. Zum Beispiel. Aber auch Erlang teilweise ist, glaube ich, ziemlich mühselig und so. Eigentlich nicht. Nicht? Nee, die Klammern sind, Erlang ist ja auf eigentlich einer logischen Programmiersprache entstanden. Und die sind im Prinzip, wie man es kennt, Prozeduren, Funktionen. Also die es ist nicht schwieriger als in C. Die meisten, die mit Linux zu tun hatten und ein bisschen auf der Kommandozeile herumgetan haben, haben die nettere Schreibweise oder die bequemere Schreibweise, was das Ganze angeht, ohnehin schon kennengelernt über diesen Pipe-Operator. Wo man was durch ein Programm durchlaufen lässt und was hinten raufkommt, pipet man in das nächste. Und genau diese Schreibweise spart einen, diese ganzen Klammern ineinander zu schachteln. Ah, so funktioniert. Also das ist zwar nur Syntaktik Sugar, aber ist trotzdem nett. Also das, was dahinter steckt, nennt sich Lazy Evaluation. Das heißt also, es wird erst bearbeitet, wenn es ankommt. Im Gegensatz zu, wenn man eine Schleife hat, etwas durcharbeitet und dann nochmal eine Schleife arbeitet, welches das Ergebnis der ersten Schleife durcharbeitet. Das ist im Prinzip eine Schleife, welches direkt das Ergebnis an die nächste Schleife weitergibt, damit sie es weiterarbeitet. Das ist eines der fundamentalsten Dinge der funktionalen Programmierung, Lazy Evaluation. Mhm. Ja. Pipen. God save the pipe. Ich kann mich nicht zurückhalten. Unter Python kann ich sowohl objektorientiert als auch funktional programmieren, aber man wird von beiden Ideologen beschossen, dass das nicht wirklich das Wahre ist. Ne? Also objektorientiert ist auf jeden Fall sauber in Python, da bin ich sicher. Was funktionales Programmieren drin angeht, habe ich wenig Ahnung, was da Python mittlerweile unterstützt. In Ruby wird gerade ziemlich viel drauf entwickelt, dass es bequemer geht. Es geht dort auch jetzt schon, aber es ist teilweise ein bisschen mühselig oder ein bisschen umständlich. Da entstehen gerade hübsche Gems, also Bibliotheken dazu, die das in Ruby mehr unterstützen, weil es ein bisschen Abwanderungstendenz aus dem Ruby in die funktionalen Programmiersprachen zu beobachten ist. Bei der Python-Welt. Okay. Letzte Frage, weil du Python und Ruby kannst. Wenn man Python kann, wie schwer ist es, Ruby zu lernen und wie sinnvoll ist es? Also vom Skillset, ist das nicht eine Sprache, die dem ziemlich ähnlich ist? Sollte ich mich lieber nicht mit C beschäftigen oder mit was also ganz anders ist als Python, wenn ich freie Kapazität habe, um was Neues zu lernen? Ist ziemlich ähnlich, das stimmt. Kann ein paar Sachen, die zumindest in Python nicht üblich sind, wie Metaprogrammierung, was aber auch die Frage ist, ob man das in Ruby tun sollte, ist wieder ein bisschen eine andere Frage, möchte. Wenn man was ganz anderes will, ist Ruby wahrscheinlich keine gute Idee. Wenn man ein bisschen andere Community nur sehen will und andere Tools sehen will, dann kann das Ruby auch schon ganz gut sein. Also der Lernschritt ist nicht so groß. Ist nicht sehr drastisch, okay. Nein. Die Syntax ist halt anders. Man verwendet zwar Tabs, um zu einzurücken, aber es ist kein Muss, sondern man schreibt weiterhin AND für Ende dazu. Das ist das Äquivalent der schließenden Klammer. Ja, genau, richtig. Okay. Man kann auch mit geschweiften Klammern zum Teil arbeiten, das macht man aber hauptsächlich in Ruby. Also ich kann es auch bestätigen. Zu dem Thema ist Python objektorientiert? Nein, nicht hundertprozentig. Ruby schon, aber in Python gibt es zum Beispiel Length, also um die Länge eines von etwas herauszufinden. Len, also um die Länge herauszufinden. Und das ist ja eine ziemlich prozedurale Geschichte, die gar nicht objektorientiert ist. Das ist aus der Historie von Python, weil Python ursprünglich nicht objektorientiert angesehen worden ist. Im Gegensatz zu Ruby, welches wirklich, dort gibt es keine Funktionen, es gibt nur wirklich Methoden. Also da hätte ich dann String.lengt. Genau. In Ruby. Richtig. Ja. Das fällt mir bei Python schon mal auf, dass das nicht ganz logisch ist. Ja, richtig, genau. Das ist aus der Geschichte, weil ursprünglich war Python nicht objektorientiert, ist es jetzt schon. Und nur wegen der Abwechslungskompatibilität ist dieses Lang noch geblieben. Ja. Sonst würde es wahrscheinlich auch inzwischen Punkt, Lang oder sonst was heißen. Du kannst aber eben so Punkt, Unterstrich, Unterstrich. Richtig, genau, oder so. Aber das sieht sehr unschön aus.
Ja, das okay, ist genug genördet. Aber ich möchte eine Sache über Python noch loswerden. Dafür gibt es etwas in Python, ich habe den Namen vergessen, da kann man mit einer eckigen Klammer auf und einen Ausdruck, das gibt es auch in Haskell. Wie heißt das noch? Wenn ich wenn ich über etwas iterieren möchte und ein Ergebnis habe. Ah, du meinst die, die Vorschleifen, die was nur aus eckigen Klammern bestehen. Genau, richtig. Ja, tut mir leid, ich weiß den Fachbegriff jetzt nicht, aber ich jetzt auch nicht ich kann die selber schon. Das ist eine der Dinge, die ich mir selber beigebracht habe. Mhm. Das ist sehr cool. Also das ist etwas, was einfach, wir verlinken auf das entsprechende Thema. Der Hopp kann das mehr sagen. Ich bin jetzt ein bisschen das Bier schädigt ist, aber es ist eine coole Sache. Ja, das ist das Einzige, wo ich sage, da ist Python besser als Ruby, weil das fehlt in Ruby. Es gibt ähnliche Sachen, aber es gibt nicht das. Das ist so eine geile Sache, die kommt aus Haskell. Und unbedingt mal anschauen, was das ist, auch wenn man noch nicht mit Python programmieren möchte, sondern lieber mit C. In den Shownotes werde ich den korrekten Begriff dafür reintun. Ich könnte auch vielleicht im nächsten ein Beispiel machen. Aber um es zusammenzufassen, es geht so ein bisschen Richtung Code wird schwerer, lesbarer, aber ist kürzer und eleganter. Also du könntest denselben Effekt auch mit zwei geschachtelten Vorschleifen machen. Oder vier, je nachdem, wie komplex es wird. Da hast du es halt in einem Einzeiler. Aber dafür ist halt effizient, aber du musst ein bisschen mehr drauf schauen. Du musst mehr denken beim Lesen. Ja. Also nicht so anfängerfreundlich. Das ist ja immer das mit cool der Mächtigkeit und der Lesbarkeit. Das sind ja Richtung für, also mit der funktionalen Ordnung. Gut, also ich habe noch ein riesengroßes Game City-Thema mit einem kleinen Subthema Wiener Linien. Aber Wiener Linien? Ja, Wiener Linien, ja. Aber habt ihr andere Themen noch oder so? Ich hatte noch die, Friday Night Skating. Und du hattest doch Film und so. Ja, gibt es noch einen Film? Nein, jetzt schon eine Serie. Game City ist schöner. Na gut, ich mache es ganz schnell und schmerzlos. Ich habe mir die Boondocks angeschaut. Boondocks. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Ja. Und das ist so eine amerikanische Adult-Comic-Serie. Also etwas Gezeichnetes, was sich an Erwachsene wendet. Ja. Gibt es ja einige in Amerika. Es war irgendwie ein bisschen saure Gurkenzeit, weil am 1. September fangen die ganzen Erwachsenen-Serien und überhaupt die ganzen Serien ja wieder an. Und ich bin ja persönlich groß geworden mit den Simpsons so als einer der ersten Folgen, die sich so dezidiert an Erwachsene wenden. Und die Boondocks sind da aber nicht so lieblich wie die Simpsons. Also ich bin, also Simpsons war am Anfang, dann kam irgendwann mal South Park. South Park habe ich mich lange gesträubt, hat aber Spitzenfolgen. Ich mag sie jetzt mittlerweile sehr, aber bei mir war es einfach der Zeichenstil. Und auch zwischendurch ist es ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel Anal-Kacker-Humor. Das ist halt bei, da muss man halt durch. Und das ist so dieser Humor, da gibt man dann auf Dauer nicht so viel, aber nichtsdestotrotz, die haben geniale Folgen. Und da gibt es ja auch noch andere Formate, wie zum Beispiel The Family Guy. Rick and Morty ist das, was ich als letztes nennen wollte, weil das einzig wirkliche ist, was für mich jetzt noch rockt, muss ich sagen. Okay. Also die Boondocks kann ich schon vorweg sagen, ist jetzt keine Empfehlung von mir. Ich habe es trotzdem 4 Staffeln geschaut, weil es ein gutes Nebenher bei Format ist, dauert 20 Minuten und ist durch mit so einer Folge. Und ich habe ja schon in den letzten Folgen immer so Content gebracht, irgendwie verfolgt mich mal das. Ich verfolge es nicht aktiv. Diese Mischung aus japanischen und amerikanischen Content. Du hast doch letztes Mal über dieses Spiel geredet. Über Deadly Premonition. Ja. Und ich habe davor schon mal gesprochen über das Comic Adolf von Osamu Tezuka. Jetzt hast du wieder ein Japan-West. Also der Boondock. Ja, genau. Es ist vom Zeichenstil her ein Anime. Also sehr ein japanisch gezeichnete Comic-Serie. Ist aber in einem total amerikanischen Setting und auch von Amerikanern gemacht, nämlich von seinem gewissen Aaron McGruder, die lief eben 4 Staffeln lang ab dem Jahr 2004 und spielt so in der schwarzen Community in Amerika. Es geht um einen Großvater, der mit seinen 2 Enkeln, die sind, weiß ich nicht, eines wird 14, der andere wird so 10 Jahre alt sein, zieht er von der Großstadt in eine überwiegend weiße, feinere Nachbarschaft. Mhm. Und Der Comic vom Humor her dreht sich halt immer über die Probleme zwischen Weißen, Schwarzen oder generell über Rassen in Amerika. Ja, ich habe schon einmal geredet über dieses Buch von der Knosi, hat die, glaube ich, geheißen, Amerikaner. Kannst du dich erinnern? Das war über diese Afrikanerin, die in Amerika lebt. Und die hat auch schon damals in diesem Buch
ziemlich gut beschrieben, wie sich in Amerika halt teilweise haben sie diese Übervorsicht und politische Correctness und auf der anderen Seite halt eine totale Parallelgesellschaft. Man hat jetzt auch gesehen, bei den tragischen Vorfällen in Amerika, die Proteste, die es gegeben hat und die Gewaltausschreitungen, die es gegeben hat, dass da einfach Riesenprobleme entstehen. Und genau in diese Schmerzzone springt diese Serie rein und lässt halt nichts aus. Also da wird alles thematisiert. Da wird halt thematisiert zum Beispiel von der Populärkultur halt sehr viel irgendwie die Rapper, das Rap-Game und wie die einfach auch irgendwie halt in ihrer eigenen nicht so Schlauheit sich suhlen, aber auch andere Aspekte, wie zum Beispiel das Essen, das Soul Food beispielsweise, gibt es eine eigene Folge. Oder die Polizisten werden halt oft dargestellt als weiße als Weiße, die sehr prügelfreundlich freudig sind. Also es geht halt immer dorthin, wo die Schmerzpunkte sind, wo diese Gesellschaften aneinander prallen. Meinst du, das war leichter als Zeichentrickserie zu machen, als mit Realschauspielern? Ja, ich sagte zum Beispiel, was sie für Mechanismen genutzt haben. Zum Beispiel, es gibt einen sehr stark rassistischen Charakter und das haben sie dann so gelöst, das ist der ich weiß jetzt nicht, Uncle Rudy oder so irgendwie heißt er. Der Held ist ein schwarzer, dicker, älterer Mann und hält sich aber selbst für einen Weißen, der eine Hautkrankheit hat. Und der lässt halt laufend die rassistischsten Sachen vom Stapel. Also sie lassen da sozusagen einen Schwarzen den ärgsten Rassisten sein. Und der gründet zum Beispiel in einer eigenen Folge so eine Sekte, wo er sich dann die Schwarzen sind schlecht, sie sollen sich in Selbsthass üben und ihm folgen, dann kommen sie alle in den weißen Himmel der weißen Männer vielleicht. Also so in dieser Richtung. Und das ist halt, teilweise ist es lustig, teilweise ist es halt ernsthaft und teilweise haben sie leider auch so ein bisschen diesen Altalt-Serien eben diesen, ich hau drauf, ich mache was politisch unkorrekt, aber nur, damit es halt irgendwie schockiert. Und da, finde ich, verliert die Serie halt viel. Was ich auf jeden Fall zum Beispiel, um ein positives Beispiel herauszugreifen, gibt es in der dritten Staffel die erste Folge. Da geht es über die Wahl von Obama zum Präsidenten. Und das ist eigentlich recht gut gemacht, weil da lassen sie einen Liebling von mir auftreten, den Werner Herzog. Mit seiner deutschen Regisseur, der diese wunderschöne Erzählstimme hat und der interviewt, der hat jetzt gerade in Amerika, war jetzt ein bisschen erfolgreich mit seiner Death Row-Serie, da hat so eine Dokumentationsreihe gemacht über Kandidaten, die zum Tode verurteilt sind in Amerika. Und der wurde jetzt auch ein bisschen durch diese Stimme, ich glaube, der hat so ein bisschen ein Berühmtheitsmomentum, weil er ist auch schon bei American Dad in einer Serie aufgetreten. Und da tritt er eben auch auf und interviewt die Familie und verschiedene Mitspielende in dieser Serie. Auch als Zeichentrickcharakter. Genau, als Zeichentrickcharakter mit seiner Stimme. Und das zum Beispiel kann man sich anschauen. Oder eine andere ganz schöne nachdenkliche Folge ist, die entwirft so ein bisschen ein Paralleluniversum. Was wäre, wenn Martin Luther King beim Attentat nicht umgekommen wäre, sondern in ein Koma gefallen und dann 30 Jahre später wacht er auf. Und schwarzen Präsident. Einen schwarzen Präsident, aber allerdings auch so Talkshows und die neue schwarze Populärkultur und sehr auf Vergnügung ausgerichtet und wie er eigentlich damit klarkommen würde. Also, wie gesagt, diese Serie hat ein paar Seiten, wo sie relativ nah und präzise das Ganze porträtiert und auch lustig, hart lustig, schwarz humorig ist und teilweise aber auch wirklich blöd und das Ganze nicht trifft. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mit diesen Adult-Serien, die so schnell geschnitten sind, 1000 Pop-Referenzen machen, das reicht mir jetzt teilweise als Humor einfach nicht mehr. Ja. Um den japanischen Bezug noch, das kann ich vielleicht als letztes noch anbringen, haben sie relativ stark drinnen. Es gibt ja so eine lose Verbindung oder eine stärkere Verbindung eigentlich so zwischen schwarzer Kultur und diesem Kung-Fu-Thema, was zum Beispiel im Wu-Tang Clan wird das zum Beispiel natürlich ganz stark gebracht. Aber es gibt noch 1000 andere Beispiele. Die Palm-Krier-Filme, ne? Die alten. Okay. Na, oder weiß ich nicht. Samurai oder so ähnlich. Samurai. Mit, ich weiß nicht mehr den Titel, mit Samuel Jackson. Allerdings nur mit Stimme.
Ich kann nicht Zeichentrick. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte zu dem Thema recherchieren, aber da gibt's auf jeden Fall diese Einflüsse. Und die kommen da halt auch vor, weil immer wenn sie dann kämpfen beispielsweise, dann machen sie das so mit Ninja-Moves teilweise. Okay. Also sie schießen zwar auch teilweise, aber das oft halt über diese asiatische Sachen. Und sie haben auch in zwei Staffeln zu folgen, die so typisch japanisches Kampfsport-Comics sind. Also da spielen sie einmal so Kickball und das andere Mal spielen sie Basketball. Und das ist das wirklich so bei einer japanischen Anime-Serie so dramaturgisch aufgebaut, dass es irgendwie so sie zuerst ewig lang irgendwie was versuchen und dann schleifen. Wie Mila Superstar kann man sich das dann mal halt vorstellen. Und ansonsten, sie hat schon was zu bieten. Also zum Beispiel, was ich relativ lustig fand, in dieser privilegierten weißen Nachbarschaft gab es so zwei Charaktere. Das sind so zwei Rich Kids von wirklich reichen Eltern, die sich aber beide für die derbsten Gangster halten und auch diesen schwarzen. Sie haben auch schwarze Stimmen und haben die schwarzen Frisuren, haben immer Waffen eingesteckt und planen immer Überfälle. Ja. Und dann gehen sie in die Bank und sind furchtbar gewalttätig und schießen auch und überfallen das. Und nachher kommt dann halt so die Polizei nach. sie haben da ihren Ausweis vergessen beim Überfall. Ja, die können uns da. Okay. Also es hat schon was Skurriles zu bieten, aber alles in allem. Und insgesamt empfehlenswert oder findest du, man kann sich kann ich nicht sagen, aber ich bin generell irgendwie zurzeit, bis auf Rick und Morty, das irgendwie bei allem steht, bin ich ein bisschen müde. Also bei mir funktioniert auch Archer nicht so toll mehr und American Dad und Family Guy und das Ganze. Ich bin da ein bisschen durch gerade. Vielleicht deswegen etwas überkritisch bei der Serie, aber. Man kann sich zumindest einzelne Episoden mal anschauen, weil es zumindest auch mit diesem japanischen ein recht interessanter Mix ist. Okay. Hast du noch was oder soll ich Game City? Ich könnte nur bestätigen, deine Filmempfehlung vom letzten Mal, das war die Geschichte mit dem aus dem Inside Kopf eines Mädchens. Ja. Inside Out. Alle haben Kopf genau, wir haben es uns auf Deutsch angeschaut. Hast du es mit Kindern angeschaut oder mit Erwachsenen? Nein, mit meiner Freundin. Ja. Also mit einer Erwachsenen. Aber wir haben großen Spaß dabei gehabt. Es ist technisch sehr gut gemacht. Also das flauschige Fell ist wieder mal echt gut. Und aber es ist auch psychologisch sehr nett gemacht. Geil, das sind ja so die vier psychologischen oder fünf psychologischen Grundemotionen, habe ich von meiner Freundin gelernt, die Psychologie studiert. Die fünf Charaktere, die da im Kopf spielen, also das hat sogar einen psychologischen Background. Na, hat großen Spaß gemacht, wenn man uns das gestern in 3D angeschaut. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit diesen 3D-Filmen, dass ich dann Kopf kriege nach einiger Zeit. Aber nichtsdestotrotz, er war auf jeden Fall wert hinzugehen und es war sehr nett. Kann ich nur bestätigen. Hat auch recht gute Kritiken gekriegt, also wenn man so liest, also wirklich für Erwachsene und mit Train of Tools, also auch diese, was sie so darstellen, die Unterbewusstsein und Imagination Land und so, also dass es alles recht gut recherchiert ist und so, also eigentlich eine Art Psychologie Anschauungsunterricht. Also ich habe den Trailer gesehen und es hat von der Thematik wieder interessanter ausgeschaut. Ich meine, Pixar ist immer bekannt, irgendwie für erwachsenes und junges Publikum gleichermaßen interessant zu produzieren, was ja auch ein riesiger Wert ist irgendwie. Das Einzige, was ich bei Pixar, wo ich da wirklich anstoße oder so, sind diese Franchises von Cars und so. Also die Autos gibt es ja auch. Ja. Und so. Und da habe ich den Impact mitbekommen bei den Kids. Die sind sehr reingekippt auf das Ding, aber dieses Autozentrierte und Auto als Charakter Charaktere darstellen, das war irgendwie das fand ich nicht so geil. Jetzt aber. Okay. Ja, noch ein Thema. Gut. Friday Night Skating. Bitte. Ja, stimmt. Noch. Ja, und danach hatte ich auch noch die Game City noch. Ja, aber nur. Die Game City gemeinsam. Okay. Also ich war beim Friday Night Skating. Es war so, dass mich eigentlich keiner angesprochen hat, als wir losfuhren. Das, du warst ganz allein mit deinem Dreirad, ne? Mit meinem Dreirad und ich bin gefahren. Es war ziemlich langweilig, weil alle, mit denen ich mitfahren wollte, ich hatte noch eine Telefonnummer irgendwo zur Hand, aber das Mobiltelefon war leider nicht dabei und daher konnte ich den nicht mehr anrufen, sonst haben alle abgesagt. Das ist wirklich traurig. Also kommt am Freitag auf jeden Fall. Jedenfalls, während der Fahrt, es war eine ziemlich lange Runde von 23 Kilometer gegen Ende, kommt dann so ein komischer Typ von der Seite und meint dann... Bist du nicht aus dem Bierdacher-Podcast?
Das war ich, der komische Typ. Was ich jetzt nicht kapiere, wie hast du, hat er so viel geredet beim Fahren oder wie hast du das an seiner Stimme erkannt? Das war nicht so schwer zu erkennen, weil er war der Einzige auf einem Dreirad. Ah, okay. Ja, und das ist also nicht dieses auf einem Dreirad klingt ja so bösartig nach Kleinkinder-Dreirad. Vielleicht zur Erläuterung muss ich das ein bisschen anders vorstellen. Das ist ein ziemlich windschnittiges Gefährt, auf dem er da mehr oder minder drauf liegt. Also das ist eher ein Liegedreirad als ein Kinderdreirad. Und nachdem er wirklich der Einzige mit Dreirad war, war er sehr leicht zu erkennen. Und dann hast du gedacht, das wird der sein vom genau, Podcast. Genau, dann habe ich ihn einfach angeredet. Ja. Es sind nicht manchmal auch mehrere dabei. Ich habe es letztes Jahr zumindest, und nee, Quatsch, letztes Jahr bin ich gar nicht mitgefahren. Vor 2 Jahren waren wir mal zu viert sogar. Also Dreirädler, genau. Da waren wir dann zu 5 Liegerädlern und einer war sogar mit einem Velomobil. Velomobil, danke. Was ist ein Velomobil? Das ist verkleidet, noch so windschnittiger. Torpedo, genau. Cool. Ja. Das hätte ich so gerne. Ja, ich auch. Aber dann schaut man auf die Preisliste und dann geht das so irgendwo bei 8.000 Euro los. Und das ist noch Basisausstattung. Und ich muss noch 4.000 investieren. Ja. Die hast du schon hinter mir. Die Hülle kostet die 4.000. Ja. Die Hülle kostet nochmal 4.000 extra, ja. Für Regenschutz billiger, ne? Es gibt auch Regenschutz für 400 Euro. Nein, das wird nur vorne dran. Ja, das ist aber nicht windschnittig. Das ist nur, damit man nicht nass wird. Und wenn er von oben kommt, wird man trotzdem nass, weil der nur vorne die Beine sozusagen abdeckt mit einer Plane, die vorne angebracht wird. Und dadurch kommt nur beim Schnellfahren kein also Nass mehr entgegen. Quietschente rein und Badewanne draufschreiben und geht schon. Ja. Ja, das war Friday Night Skating. Also kommt noch mehr, dann muss das ich wenigstens nicht ganz. Das ist eine politische Demo, das Friday Night Skating. Das ist ja keine Bespaßungssache. Das ist, glaube ich, als politische Sache angemeldet. Ne? Zur ja, da vielleicht kann ich auch was zu erzählen. Ja. Stimmt. Also, es ist von den Grünen. Es ist eine angemeldete Demo, die ich weiß nicht, wie oft pro Jahr stattfindet, aber ich glaube, ein halbes Jahr lang. Und zwar wöchentlich, genau. Jedes Mal eine andere Strecke, also diesmal ging es sogar ein Stückchen über die Autobahn. Sonst geht es manchmal auch über die Brücke von Floridsdorf, also einmal nach Transdanubien und zurück ging es diesmal sogar. Wir sind sogar die Strecke gefahren, wo die Überschwemmung war. Die Straße ist neu gemacht worden, inklusive Kreisverkehr, es ist, ging ratzfatz, also erstaunlich. Es ist von Grünen angemeldet und diesmal haben sie sogar gesagt, ja, das ist das 17. Jahr und es ist das vorletzte Mal, hoffentlich nicht wirklich, sondern sie hoffen, dass die Blauen nicht an die Macht kommen, weil dann könnte es sein, dass es nächstes Jahr nicht mehr stattfindet. Ja. Und es ist eine Gaudi und es ist zwar eine Demo angemeldet und es ist auch eine Demonstration, wenn man es genau nimmt, für Fahrradfahrer gegen den Straßenverkehr von Automobilen, aber es ist auch ein Spaß. Und das ist auch unheimlich entspannt. Ich bin ja, wie gesagt, da eben auch mitgefahren und das ist eigentlich überraschend, wenn man da einen Pulk, ich würde schätzen, es waren so 300 Räder. Würde ich auch schätzen, ja. Also in den Inline-Skatern mitgezählt. Ja, ja, 300 Personen halt auf Rollen, sagen wir so, und da bewegt man sich in einem Pult und da sind doch auf einer Straße so, je nach Breite der Straße, zwischen 3 und 10 Personen nebeneinander. Und wir sind da eben unsere 25 Kilometer gute 2 Stunden gefahren und in den 25 Kilometern gab es für mich keine einzige gefährliche Situation. Das habe ich normalerweise obwohl beim Radfahren. Obwohl du ein riesiger Pult von Rollschuhfahrern und Radfahrern und gemeinsam bist. Und unterschiedlich Alten, und also Kinder und unterschiedlich Schnelle und das ist ja auch die Bewegungsform von einem Rollschuhfahrer viel ganz anders als von einem Radfahrer und es war trotzdem keine gefährliche Situation. Also es ist, hat für mich auch was Schönes zu sehen, dass sich eine große Ansammlung von Menschen auch friedvoll in Bewegung verhalten kann. Ja, bisher zweimal bei sowas mitgemacht und das war zweimal bisher so. Das eine Mal, das war glaube ich nicht Friday Night Skating, da war es unter der Woche. Das war Critical Mass, genau. Dann war nachher noch ein nettes Picknick auf der Kaiserwiese. Das war sehr
Das war noch viel größer, das waren sicher ein paar tausend Radfahrer an dem Tag. Aber auch da, wir sind da auch so 1,5 Stunden durch die Stadt geradelt, auch da keine einzige gefährliche Situation. Mhm. Also das möchte ich eben damit auch sagen, das ist was, was man mit Kindern auch durchaus machen kann, was echt ziemlich cool ist. Wenn man da in der Stadt auf der Straße Radfahren mit, kann, mitten auf der Straße, auf breiten Straßen kann man Straße da echt das können. Genießen. Vor allem, ich denke, das Schöne ist, dass du so ins Denken kommst, eigentlich so schön könnte Stadt sein. Ja. Ne? Warum ist nicht so schön? Warum gehört die Stadt den Autos und nicht den Menschen? Also das ist extrem wertvoll. Eine einzige negative Erfahrung, oder eigentlich um genau zu sein, waren es drei. Wir sind dreimal beschimpft worden während unserer Fahrt. Von Fußgängern, die so, dann halt tendenziell gesagt haben, nicht, also was seid ihr da im Weg? Und schon was, ihr stört nur den Verkehr. Wobei das war, also wir sind gefahren zwischen um 9 am Abend ist losgegangen, nicht? 21 bis 23 Uhr. Also wir haben wirklich nicht viel Verkehr aufgehalten, weil da ist in Wien auch nicht mehr so viel los. Nicht? Neben den drei Orsch, sage ich jetzt einfach mal ausdrücken, weil ich habe nichts davon mitbekommen, kam auch vieles, yeah, toll! Also, genau. Das waren aber leider hauptsächlich Touristen, dass man dann am Akzent gehört hat. Sehr viele Italiener haben uns zugejubelt. Das hat es wirklich auch ein paar Mal gegeben. Bei der Friedensbrücke war ein großer Trupp von Italienern, die uns zugejubelt. War sehr nett auch. Ich habe auch welche Junggesellenabschied gesehen. Ja. Ein paar aber auch am Fenster, die rausgeschaut haben und runtergerufen haben. Ja, das stimmt, es müssten hauptsächlich Touristen gewesen sein. Und es fährt ja meistens so ein Lärmauto mit so treibender Techno-Musik, oder? Ja, genau. Das ist auch lustig gewesen. Ja, also vorneweg fährt ein mit grünen Werbung und Mucke und einer Fahne mit einer großen Fahren. Vorne weg und wir haben uns schon gewundert, mittendrin gab es so komische Haltepunkte und die haben ungewöhnlich lang gehalten und die haben alle getuschelt. Also es sind Sicherheitskräfte von den Grünen und die Polizei dabei. Mhm. Die achten alle gemeinsam drauf. Daher ist es wahrscheinlich auch unter anderem so friedlich. Die achten auf jede Kleinigkeit, eben dass nicht jemand auf die andere Fahrbahn fährt, weil es könnte sein, dass da noch ein anderes Auto kommen könnte. Und man darf nicht auf den Fußweg fahren. Das sagen sie auch vorneweg. Aber das ist ja so komische Haltepunkte. Und irgendwann hat man nur gesehen, dass dieses Auto an der Seite abgestellt worden sind und alle weitergefahren sind. Anscheinend hatte es eine Panne. Also irgendwann, dieses Lärmauto. Ja, genau. Aber was meine Frage ist eigentlich, ist, kann man sich dann vernünftig unterhalten untereinander oder ist eher so, dass man weggeblasen wird vom Sound? Kein Problem, wenn man sich unterhalten will, bleibt man einfach ein bisschen da weiter hinten. Und das geht ohne Probleme. Also der Pulk zieht sich ja im Fahren ziemlich auseinander. Bei den Haltepunkten, da wo zusammengewartet wird, damit es halt wieder kompakter wird, da hört man es dann vielleicht wieder, dann spricht man halt 2 Minuten nicht und dann fahren es wieder weiter. Dann geht's. Also die Entfernungen sind bis zu 2 Kilometern, habe ich schon erlebt, dass die auseinandergezogen sind. Ich bin einfach stehen geblieben und habe gewartet, bis die anderen kommen und ich habe da 10 Minuten warten müssen. Also das waren vor ein paar Jahren diesmal nicht. Wenn man es mit Rollschuhen macht, dann sollte man ziemlich fit sein, nicht? Also 25 Kilometer Rollschuh fahren. Ein paar haben am Schluss schon ziemlich müde ausgeschaut. Einer hat sich dann bei mir am Schluss in den Windschatten begeben, weil er gesagt hat, das hilft jetzt doch, wenn er hinterm Rad eine Zeit lang nur nachrollert mit den Rollschuhen. Hat er sich schon nicht angehalten? Nein, das nicht. Bei der Tiefkirche rauf hat sich wer hinten angehalten. Ja. Oh, jetzt wird mein Rad auf einmal so langsam. Ja, das haben wir auch. Aber das ist sehr das Schöne ist ja, wenn du eine Jahreskarte hast, du dann Fahrschein, dann kannst du ja jederzeit in die nächste U-Bahn-Station gehen und heim. Aber das verbietet die Ehre. Also ich habe eine Fußgängerin, also eine ist gejoggt. Ah, die ist mitgejoggt. Ja, aber die hat, glaube ich, schon auf dem Ring auf einer gewissen Strecke aufgegeben, weil ich habe die nicht mehr wiedergesehen. Und es ist auch klar, weil diese Strecke war wirklich sehr anstrengend für manche und für mich komischerweise nicht. Noch kleine Anekdote dazu. Ich bin davor die Woche gefahren und es war eine wesentlich kürzere Strecke und ich war sowas von am Arsch. Und die anderen haben mich alle überholt. Ich habe dann festgestellt, dass meine Handbremse die ganze Zeit angezogen ist. Gesondertes Trainingsprogramm. Ja, genau. Mit der Widerstand. Ja, das Handbremse unbedingt prüfen. Motorsafe. Ja. Sehr gut. Und ja, es war ungeübt. 23 Kilometer ist nicht so ein großes Problem. Also Rollstuhl. Rollerskates und Rollschuhe und Fußgänger vielleicht ein bisschen anstrengender.
Also es war wirklich spaßig, da kann ich mich nur anschließen. Ja, super Überleistung, spaßig. Ja, genau. Ich war auf der Game City 3 Tage lang. Sehr spaßig. Ich habe einen Infostand gehabt, gemeinsam mit der FSFE, Free Software Foundation Europe, Vienna. Und wir waren ganz hinten in der Retro-Zone in der Schmidthalle. Das ist, wenn man von der U2 ins Rathaus geht, von der U2-Station, geht man normalerweise in den Hintereingang. Der war aber zu, also man hat nur durch den Vordereingang können. Aber in dieser Halle, die sozusagen den Hintereingang oder Ausgang des Rathauses bildet, dort war die Retro-Arena vom Yogi von Subotron. Der hat dort lauter alte Homecomputer gehabt, C64, Amigas. Amiga. Also alte Homecomputer. Vielleicht? Alte Homecomputer waren dort. Und ein paar Spielautomaten, und da wurden halt alte Spiele hergezeigt, was die Jugend von heute nicht mehr so kennt. Und wir haben da halt unseren Doppeltisch gehabt mit Infomaterial und so. Ist ja bei dir schon ein Traditionsbericht, glaube ich. Ist schon Tradition, ja. Es ist auch schon das Blogposting fertig. Unter Spielen, Programmieren, Blog können Sie alles nachlesen, was ich jetzt erzähle. Und die alten Folgen hören, genau. Genau, ja, ja. Und ja, es ist nicht viel Neues passiert. Ich habe mich gefreut, dass die Zusammenarbeit mit der FSFE passt, also dass ich nicht allein dort stehe, sondern dass immer von denen auch wer war. Die haben sehr viel Manpower und sehr viel Prospekte, und ich habe meinen Computer gehabt. Und auf einem Computer habe ich frisch aufgesetzt das neueste Lubuntu, und ich glaube 40 freie Spiele haben wir drauf gehabt. Und was ist passiert? Ich sage so, die Leute sind ein bisschen, da ist sehr viel los, sehr viel Lärm, sehr viel Räume. Also die Leute schauen zum Teil ein bisschen zombie-mäßig aus, wenn sie dann herkommen, weil einfach zu viele Eindrücke auf einmal waren. Ne? Ich glaube, das kommt auch in jedem Bericht. Ja, oder? Und dann gehen sie ja so in Gruppen, das heißt, da ist immer wichtig, was macht die Gruppe, und dann schauen sie, ist da was umsonst, also versäumen sie was, wenn sie jetzt nicht da sind, aber wenn sie dann da sind und die Gruppe zieht schon weiter, dann müssen sie natürlich zur Gruppe, also so ein bisschen Herdentrieb, und ab und zu rede ich dann halt, und dann sage ich, ja, na schau, wir haben da 40 freie Spiele. Boah, super, wupp, weg. Keine Ahnung, das war ihm schon zu anstrengend, da zu bleiben. Ab und zu, das war dann ein Level höher, war, ja, wir haben da 40 freie Spiele, brauchst nur unten am Startknopf drücken und kannst eins aussuchen. Ach so, und dann sieht man, wie es mit der Maus herum und weg. Also das war schon wieder zu viel Interaktion, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, auf so einer Messe mit der Maus arbeiten ist halt in so einem Gedränge und Gewühle und Lärm, ist nicht so die Situation wie zu Hause am Schreibtisch mit der Maus arbeiten. Und die ganzen Vintage-Computer, also die Retro-Area, das waren ja alle so mit Joystick oder mit so sofort bedienbar, also wo du nicht lang nachdenken musst, wo du nicht viel daneben klicken kannst. Da merkt man schon, dass es ist. Bitte. Ja, dazu, ich hätte was anderes, nämlich, ich würde sagen, es ist nicht die Maus, sondern der Stuhl. Bei dir stand kein Stuhl. Ja, da standen zwei Stühle. Sie waren nur am Tisch, weil dass die Leute auch nah dazu können. Aber wenn jemand wollte, hat sich jeder den Stuhl nehmen können. Das war nicht so direkt einladend. Deswegen sind die zwei Stühle gar nicht aufgefallen. Was schon stimmt, wir haben halt nur zwei Tische und nicht 7 Tische. Ne? Genau. Dadurch ist das ist erstens eine Platzbegrenzung, und zweitens ist es so gedacht, dass die Leute nah zum Tisch hinkommen können, um mit mir oder mit dem Standbearbeiten zu reden. Und wenn dann einer will, kann er sich hinsetzen. Also und die meisten haben sich, manche haben sich hingekniet oder manche dann so gebückt. Das ist natürlich nicht so einladend. Also wir haben nicht eine reine Gaming-Area gehabt. Ja, und sonst, ja, war ganz cool. Ich hatte auch so einen abgeschlossenen Stand, wo man nicht einsichtig, wo man sich anstellen muss. Irgendwie. Ja, sobald du eine kleine Gruppe hast von 3 Leuten, dann bildet sich sofort eine Schlange, weil alle Angst haben, dass da jetzt was versäumen. Ja, genau, jetzt anstellen wollen für die Nächste. Und schauen und so, ich möchte auch. Und so. Ja, und was sehr cool war, ich habe mit Franz Kratzer von der FSFE zusammen, wollte ich eigentlich so ein Prospekt über freie Spiele herausbringen, ist aber nicht fertig geworden, ist noch immer in Arbeit, gibt es auf GitHub, und wir haben aber zusammengebracht, ein A0-Poster auszudrucken, das ist wirklich sehr groß, und da waren 40 freie Spiele. Und das war schon ein Hingucker, da sind auch Leute wirklich sehr nah hingegangen und haben das dann von ganz nah fotografiert, weil sie irgendeins von den Spielen nicht gekannt haben. Und so. Das klar, mit LaTeX oder wie hat das der Franz hat das gelayoutet mit Scribus. Ah ja, Scribus. Das, ja, der ist ja ein Frontend ist für LaTeX, oder ist das eine eigene? Scribus ist eine DTP-Software. Eigene Desktop-Applikation, ja. Ich glaube, es wird irgendeinen LaTeX-Export geben oder PDF-Export gibt es zumindest. Genau, ich habe es auf jeden Fall verwechselt. Und das Coole war, er hat mir dann auch ein bisschen beigebracht, mit dem Scribus zu arbeiten, war recht nett, ja.
Und dieses riesige Poster haben wir dann als Desktop-Hintergrund von einem großen Laptop genommen. Mhm. Und dann haben die Leute natürlich ständig auf den Desktop geklickt, weil sie ein Spiel starten wollten. Das war ein bisschen verwirrend, aber es hat irgendwie gut ausgeschaut und so. Nächstes Jahr wird es HTML5 sein. Genau, da klickt man dann drauf und das Spiel geht schon auf. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche, was ich erzählen will. Dennis, wie waren deine Eindrücke? Du hast, glaube ich, von der Messe mehr gesehen, weil ich war die meiste Zeit hinter meinem Stand. Ja, ich kann höchstens aus der Perspektive eines Zuschauers erzählen. Ich bin sonntags, wollte ich hin, Bekannte von mir wollten aber zu was anderem, und zwar zu dem Umzug der Cosplayer. Mhm. Und ich wollte aber da nicht hin, es hat mich nicht interessiert, also bin ich zum Rathaus gefahren. Und dachte mir, ach, wie jedes Jahr gehe ich einfach da rein und schaue mir die Sachen an. Nix da. Es war eine Schlange davor, an der ich entlang gegangen bin. Ich habe 10 Minuten gebraucht, bis ich das Ende der Schlange gefunden hatte. Mhm. Und es gab auch noch 2 davon. Einmal für die, die Bändchen haben wollten, und für die, die kein Bändchen haben wollten. Und ich habe dann mal ausgerechnet, wie viel da reinkommen. Bei dem, wo 16 bis 18 Leute reinkamen, kamen ungefähr 4 Personen pro Minute rein. Die Leute habe ich auch ungefähr nach Metern gezählt. Es waren so 150 Leute, die anstanden. Als ich eine halbe Stunde später, schon vorweg, vorbeikam, habe ich dann gesehen, dass die gerade sich angestellt hatten, als ich ging, gerade ungefähr in der Mitte waren. So ewig lang anstehen. Hatte ich nicht nur so, damit du ein Bändchen kriegst, damit du dann in diesen ab 18 Bereich genau richtig kannst, wo du dann aber die andere Schlange hast. War nicht viel anders, da war es nämlich so, dass die gestoppt haben und dann haben sie immer gruppenweise Leute reingelassen und dann blieb man da wieder stehen und dann wieder eine ganze Gruppe. Ach so, ja, das ist nicht ständig. Genau. War das so voll, das Ganze? Das war zu dem Zeitpunkt ziemlich überlaufen anscheinend. Also es kam einem so vor, als würden sie nur noch so viele reinlassen, wie gerade rauskamen. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt der Fall war. Aber es sah wirklich ganz stark danach aus. Die Cosplay-Parade, das waren so ungefähr, ja, sagen wir mal so 6 Dutzend, also so ungefähr 70 Leute, die wirklich interessant gekleidet waren. Wer Cosplay kennt, wird wahrscheinlich schon wissen. Also in Kostümen herumrennen. Ja, Computerspiele, Animes und so weiter sind die Kostüme, die man so üblicherweise dabei trägt. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, stimmt. Ja. Und die sind dann vom Parlament stehen geblieben und dort habe ich sie dann auch angetroffen. Sie waren dann oben auf dem Parlament, später sind sie runtergekommen auf dem Brunnen und es waren mehr Zuschauer da als die Cosplayer und haben alle Fotos gemacht. Es war wirklich eine riesige Menge von Menschen, die Fotos gemacht haben von dem Cosplayer. Aber die Kostüme waren wirklich auch ziemlich gut zum Teil. Manche selbst gemacht, manche fix und fertig. Es war alles Mögliche dabei. Und dann haben wir halt versucht, doch mal auf die Game City zu kommen. Und inzwischen war es dann doch ein bisschen besser reinzukommen. Also wir sind dann nach ungefähr einer halben Stunde stehen, nee, nicht so schlimm, 20 Minuten ungefähr dann reingekommen. Es waren unten zuerst mal am Eingang ein paar Stände von Sony, die ihre PlayStation 4, die hatten ein eigenes Zelt davor hingestellt, beworben haben, wo man sozusagen exklusiver reinkommen konnte. Der Xbox 360, oder wie heißt die jetzt? Xbox 360? Nee, Xbox One, Xbox, genau. Entschuldigung. waren oben im ersten Stock, hatten ihren eigenen Bereich. Somit hatte man die PlayStation und die Xbox schön weit auseinander getrennt. Dann gab es einen Kinderbereich. Kinderzone, ja. Genau, Kinderzone. Da sind wir als erstes wegen einem Kleinkind reingegangen. Die hatten dort ein interessantes Spiel. Und zwar war das die Umriss eines Würfels in Form von einem Ständer. Mhm. Und unten waren Lichtsensoren. Und die Kinder haben Taschenlampen bekommen und haben dann auf diese Sensoren geleuchtet und oben leuchtete es auf und man hörte einen Ton. Also konnte man damit Musik machen. Schön. Und die Kinder haben dann wirklich, die es verstanden haben, nicht alle Kinder haben es verstanden, dass sie mit dem Licht Töne machen können, sind da hingegangen und haben dann geleuchtet und dann Töne erzeugt. Es waren auch immer mehrere.
nicht nur ein Kind. Aber komischerweise, die Kinder haben es zum Teil wirklich nicht verstanden, was ich wiederum nicht ganz verstehen konnte. Vielleicht war das ein bisschen zu hoch. Ja, das war... Ich muss zur Ehrenrettung der ganzen Game City-Besucher sagen, Game City macht ein bisschen Gaga. Also du verblödest ein bisschen einfach durch den vielen Lärm und die vielen Leute und Reizüberflutung und weil so viel du überall Schlange stehen musst und alles sehen willst und überall sind Leute. Also ja. Ich erzähle dann selber nachher noch was dazu, wo die Verblödung selbst gemerkt habe. Ja, mir war eigentlich auch viel zu viel los. Ich habe mich nicht bei einer einzigen Sache angestellt. Mich hat Ubisoft mit Assassin's Creed nicht interessiert und ja. Battlefront oder wie das heißt von Star Wars hat mich auch nicht interessiert. Und spielend programmieren auch nicht? Doch, nein. Da komme ich auch noch zu. Ja. Was ich eher interessant fand, war die Schreibbox. Ich habe mich allerdings auch dort nicht angestellt. Da war einfach ein Stand, da konnte man schreien. Und man hörte, wenn man außerhalb war, irgendwo dann so ein Wah! Der Schrei wurde irgendwie verstärkt, oder? Über Mikrofone. Hat sich nicht so angehört. Meines Wissens wurde nur gemessen, wie laut es war. So, in Dezibel. Okay. Das waren alles Naturtalente. Ja, ja. Ich habe da Schreien gehört. Entschuldigung. Die Stände musste man ziemlich viel anstehen. Und was ich zum Beispiel totaler Quatsch fand, war der von Fallout 4. Das war ein Stand, da hatten sie so einen Fallout 4 Kastenwagen hingestellt, also so einen VW-Bus sozusagen. Und man konnte sich dort anstellen und bekam man irgendwas von Fallout 4 zu sehen? Nö. So Masken haben Ja, man hat Masken bekommen und die Haare gefärbt. Ja, deshalb sind es alle mit gelb gefärbten Haaren. Richtig, genau. Wir haben uns auch das Haare färben dann? Die Maske? Rostig oder keine Ahnung. Ja, nein, ich glaube, dieser Typ in den Fallout-Serien-Infoscreens, der den Piep hat, diesen kleinen Interface, der 50er-Jahre, der ist ein 50er-Jahre, ich überlebe den Atomkrieg-Comic-Figur und ich nehme an, der ist in Wirklichkeit blond. Ich glaube, okay, das war ja, genau, der ist blond und das ist der mit dem Daumen hoch. Ja. Und das fand ich den schlechtesten Stand überhaupt. Also die haben massig Werbung gemacht, aber nicht selbst, sondern durch die Kundschaft. Mhm. Und das finde ich nicht so dolle. Das Spiel, mache ich jetzt keine Wertung drüber, muss jeder für sich entscheiden. Danke. Ein Iskinder, bitte. Es wird gerade was bestellt. Wir werden dann nachher... Du bist zum ersten Mal hier, oder? Musst dann ein Statement abgeben. Aber sein. Die wöchentliche Karib-Schleichwerbung. Wo bin ich stehen geblieben? Also, Schlange stehen. Ja gut, okay, das wollt ihr eigentlich weglassen. Das ist jetzt nicht mehr so interessant. Ganz hinten sind wir auch gewesen, nachdem ich herausgefunden habe, dass da auch ein Raum ist. Auf einem Plan stand es nämlich drauf. Alle Menschen sind nach oben geschwärmt. Ja, genau. Und kaum jemand nach hinten, außer die zu den Fressbuden wollten, die sich dann hinsetzen wollten. Wir waren ein bisschen weit vom Schuss, ja. Ja, das stimmt. Wir sind dann reingekommen und bei den Retro-Spielen war ja gar nicht so wenig los. Naja, die waren schon fest belangt. Ja. Spielen programmieren, als ich dort ankam, war auch gerade was los. Also. Wir haben auch fast immer was los gehabt, außer am Sonntag in der Früh, da habe ich versucht, eine LibreOffice Impress-Präsentation zu machen. Okay. Und und dann mache ich die. Also ich habe eine gehabt, die so in einer Schleife gelaufen, da stand nur so ein bisschen was drauf, dass es hier Programmierkurse gibt. Und dann habe ich gedacht, na, das kannst du auch schöner machen. Und jetzt habe ich ja diesen super Bildschirmhintergrund mit den 40 Spielen, den könnte ich da eigentlich reintun. Und nach einer Stunde rumwurschteln ist das Ding abgestürzt, ohne zu speichern. Oh. Also es hat dann zwar so ein Recovery Funktionalität gehabt, die hat mir dann die erste Seite gezeigt. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist 12 Uhr und Sonntag, für den Sonntagnachmittag ist mir auch wurscht. Also habe ich halt lieber mit den Leuten geredet. Ja, ich war auf den letzten Drücker bei. Aber sonst waren eigentlich immer Leute da. Ja. Ich war dann auf den letzten Drücker dann bei ihm und dem FSFE-Stand, habe mich dann hauptsächlich mit dem Typen von der FSFE unterhalten. Franz, oder? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Oder mein Träger. Ich habe den Namen mir jetzt nicht gemerkt und auch nicht nachgefragt.
Okay. Wird vielleicht aber du hast dich gut unterhalten sozusagen. Ja, genau, und habe mich über FSFE unterhalten und natürlich dem Plakat hinten mit den 40 Computerspielen. Mhm. Was sagst du zu dem Plakat? Sehr gute Idee, mich hat es angesprochen. Allerdings kannte ich auch einige Spiele davon und habe mich dann auch gezielt um bestimmte Spiele erkundigt. Also die du noch nicht gekannt hast, oder? Genau, richtig. Mhm. Oder was mich interessieren könnte. Und ja, der Stand, ich fand den Stand ein bisschen zu klein und das, ich habe da auch ein kleines Kind gesehen, wie es gerade Pingus spielte ja. auf dem Laptop und habe mir gedacht, oh, okay, der Stand hat genau das Richtige gemacht. Aber jetzt, nachdem du es erzählt hast, vielleicht auch einen Stuhl so richtig demonstrativ hinstellen, die ganze Zeit dort stehen lassen und das Laptop davor und wirklich, dass man anklicken kann. Und vielleicht den Leuten die Haare gelb färben werden. Genau, ja, genau. Während sie mit dir reden. Genau, stimmt. Ja, und wie kriegt man einen kleinen Stand anstatt einer großen? Das war einfach, weil wir in der Früh am Freitag ein bisschen zu spät aufgestanden sind. Also wir waren, glaube ich, um 8.30 Uhr dort und die Kollegen von Subotron waren natürlich schon viel früher dort und da haben die schon die ganze Halle mit ihren Vintage-Automaten und so vollgesteckt und wir haben dann halt ein Eckerl wieder freikämpfen können. Wären wir die Ersten gewesen, hätten wir da mal einfach das Dreifache von dem Stand aufgebaut, was wir wirklich gebraucht hätten und dann halt nur einen Tisch wieder weggegeben. So Donkey Kong, die Kontrolle eines, genau, weil der Rest wäre spielen. Und vielleicht statt einem Laptop das nächste Mal noch mehr? Ja, das Problem ist halt, ich habe zwei Laptops mitgehabt und die musste ich auch bewachen. Ne? Also ich habe halt nicht das Personal, um wirklich einen großen Stand aufzubauen. Also ich könnte, wenn jetzt jemand Laptops spendet und dem das wurscht ist, dass die nachher vielleicht runterfallen oder so, dann könnte ich da wie auf der Linux-Tage Graz eine größere Reihe aufbauen, wo man mehrere Spiele gleichzeitig spielen kann und wo man auch sozusagen nur sitzen und spielen kann und wo man nicht Gehirn waschen wird. Ja. Und wo nichts verkauft wird. Aber das, da war halt unser Stand eine Nummer zu klein. Vielleicht sogar gegeneinander. Ja, lauter tolle Ideen, ja. Aber hat halt auch ein bisschen an der Manpower gefehlt. Also jetzt, wo wir drüber sprechen, kommt mir der Gedanke, jetzt wo der Subotron, FSFE, du deinen Stand oder so, es wäre schön, wenn es dort vielleicht ein, es kostet ja was, einen Standort zu errichten, aber wenn es dann vielleicht ein gefördertes Eck für österreichische Spiele schmieden gibt, weil es gibt ja doch eine Indie-Szene, die klein, aber fein geht, aber die könnte da ja durchaus was aufbauen. Heutzutage die Indie-Szene ist einfach auch eine Marke und die Leute kennen das schon. Und wenn da zum Beispiel so Leute wie Broken Rules auftreten würden, das wäre doch super, das auch einmal herzuzeigen. Also dazu kann ich was sehr Schönes erzählen. Erstens, Subotron hat jetzt sozusagen ein Retro-Computer-Museum on the fly auf dem in der Halle aufgebaut. Okay. Und das Schöne ist, die müssen jetzt nichts dafür zahlen, die haben sogar das gekriegt vom Rathaus. Das war sozusagen eine Attraktion für das Publikum. Wir zeigen der Jugend von heute, wie man vor 30 Jahren Computer gespielt hat, weil die Leute das ja nicht kennen. Dazu eine Anekdote, das meist gewünschte Spiel auf unserem Computer war Pac-Man. Die Kinder wissen, dass Pac-Man gibt, aber sie haben selber keins gespielt. Ich nehme an, aus Lizenzgründen gibt es das nicht auf der Wii oder so. Und das hat sie interessiert, Pac-Man. Der Klassiker, Wahnsinn, ja. Und das andere, was du sagst wegen Indie-Zone, es gab im Festsaal im ersten Stock, wo halt die großen Dance- und Lärm und Power und viel Geldstände waren, hat es auch an die Wand gedrückt, gegeben die Indie Area. Und das war, das finde ich insofern nett, weil sozusagen sie physikalisch im gleichen Saal waren wie die sehr großen, teuren Stände, aber einen sehr kleinen Preis gezahlt haben für ihren Tisch. Und das Schöne ist, mein Ex-Standnachbar, die ist von Typen von Senoi, das ist so ein Handyspiel, da ist einer auf die Game City gekommen zu meinem Stand und hat gesagt, ja Horst, pass auf, ich war in der Indie-Zone und da ist einer, der macht so ein leibendes Lernspiel so für für Kinder und der ist urleibend und ich habe ihm erzählt, dass du auch urleibend bist und dass du ihn nachher besuchen gehst. Und ich gesagt, okay, bin ich ihn besuchen gegangen und die waren dann auch wirklich sehr leibend und einen von ihnen hören sie jetzt gleich im Anschluss, das ist der Gottfried, der erzählt über sein Lern-Dungeon-Crawl-Spiel, also ein Dungeon-Crawl-Lernspiel mit flexiblen Lerninhalten, also so eine Art Mischung aus Günther Jauch Quizspiel, aber das Ganze verpackt in ein Dungeon-Crawl-Spiel, Roguelike. Und das hat mir sehr gefallen natürlich und auch die anderen Indie-Games, mit denen habe ich nicht so viel geredet, aber haben sehr interessante Konzepte gehabt. Eins war so, wo man so ein Asteroidenfeld, wo man so riesige Drohnenschwärme gesehen hat, die rumfliegen, einfach schauen auf
spielen.programmieren.at/blog oder auf den Shownotes, da habe ich die Fotos verlinkt und von dort kommt man dann zu den Homepages. Also sie haben für die, also die Indie-Spiele, die natürlich nicht das Budget haben, sich einen riesigen Messestand zu leisten, waren zumindest in derselben Rathaus-Festhalle in der Prime Location, die natürlich total laut war und so, aber sie waren gleichberechtigter als in irgendeinem abgeschobenen Kammerl oder so. Also das hat mir vom Konzept her gefallen und sie haben natürlich nicht eine riesige Halle gehabt, sondern waren so an die Wand gedrückt und versteckt hinter anderen teureren Ständen, aber wenn man sich dafür interessiert hat, ist man dort direkt mit den Indie-Typen ins Gespräch gekommen und hat da schauen können. Und das habe ich eigentlich sehr cool gefunden. Und im Anschluss hören Sie eben ein Interview von Gottfried, der über sein Spiel Dungeons erzählt. Und außerdem hören Sie ein Interview von einem Game City-Besucher, vom Angelo, glaube ich, der erzählt über den Unterschied Game City zur Gamescon in Köln, die ja wesentlich größer und mächtiger ist. Ich möchte aber noch schnell was erzählen zum Punkt Gaga werden oder verblöden an der Messe. Ich war nach 3 Tagen halt dann Dauerquasseln und Leute bequatschen und so, dann schon ein bisschen Gaga irgendwie im Schädel auch, fahr nach Hause, Linie 31, steige am Gaußplatz aus, latsch nach Hause und hab so gehabt einen Rucksack mit Infomaterial, eine große Tasche mit Plakaten und Zetteln und eine Laptoptasche mit 2 Laptops drin, die ziemlich schwer war. Und so beim Haustor aufsperren denkt man, komisch, die Laptoptasche ist so leicht. Ah, weil ich sie nicht in der Hand habe. Ui, weil ich sie in der Straßenbahn vergessen habe. Ja. Und dazu muss man sagen, die Laptops sind mein Arbeitswerkzeug. Damit mache ich meine Schulungen. Also das ist schon sehr bitter, wenn man die fehlen. Ja. Und dann hetze ich zurück zur Straßenbahn, erwischt die nächste Straßenbahn und habe gleich die Erfahrung, ich habe meine Laptops schon vergessen und so, können uns damit Funk irgendwas machen. Und die war wirklich, also großes Kompliment an die Wiener Linien, die war ganz alleine Liebe. Die hat die ganze Garnitur angehalten sozusagen, sie ist dann schon nachher gefahren, aber sie hat sich sozusagen Zeit gelassen, hat mich gefragt, was da los ist, in welchem Zug, und dann hat sie die Zentrale angefunkt, und zwar wie man es in so alten Kottan-Filmen sieht, Standort so und so, hier so und so, Fahrgast hat Tasche vergessen, kommen, und dann der Zentrale, bitte wiederholen Sie, kommen, so, also haben sie wirklich herumgefunkt mit, ich nehme an, Analogfunk ist das, oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Und tatsächlich, also ich bin dann mit der mitgefahren, habe gezittert und habe mir schon ausgemalt, wie mache ich das jetzt? Okay, wie kriege ich jetzt 1000 Euro her, um irgendwelche Laptops zu kaufen? Und das sind aber dann nicht genau die ich brauche. Und und dann muss ich aufs Fundamt und ich habe auch nicht die Zeit, ich muss ja unterrichten. Na, und auf jeden Fall fahre ich 4 Stationen weit mit der, und nach der 4. Station bin ich schon so, habe ich nochmal geklopft bei der Scheibe und gesagt, da hat sich niemand gemeldet. Und sie so, na, musst du warten. Und dann hat wirklich Funkspruch gekommen, grüß Gott, Tasche wurden gefunden. Kommen! Ja, und sie, wie tun wir jetzt? Kommen! Und dann habe ich halt vorgeschlagen, ich fahre bis dort, wo sich die beiden Straßenbahnen dann kreuzen, und dass ich dann dort halt umsteige und die Tasche nehme. Ja, das war Mission. Und dann bin ich auch wirklich bis Stammersdorf, das ist die Endstation vom 31er, gefahren. Dort hat der Vorgängerzug gewartet, und der Fahrer stand mit meiner Laptoptasche in der Hand und hat gewunken und wurde so immer größer. Und ich bin so hingefahren und sehe einen winkenden Wiener Verkehrsmann mit meiner Tasche in der Hand und so gerade, dass nicht so eine Happy End Musik kommt, und bin dann zu dem, und der hat auch Finderlohn abgelehnt und so ganz, ganz leimend, und bin dann mit dem wieder zurückgefahren sozusagen. Und also der hat mir, also die Fahrgäste dort haben mir das auch erzählt, es hat ein bisschen länger gedauert, wir haben jetzt nämlich warten müssen auf eine Frau, die ihre Taschen verloren hat. Hat gesagt, die Frau war ich. Und aber es war sehr happy dann, habe mich jetzt auch bedankt bei Wiener Linien und so, und dann haben wir so, die Fahrgäste haben dann so Geschichten austauscht, wie das ist, wenn man sich bei den Wiener Linien bedankt. Die freuen sich und schreiben dann zurück und so. Und davon kann ich auch berichten. Ich habe nämlich dann also einen riesen Blog verfasst und getwittert, und der Tweet wurde sofort beantwortet, heute um 8 in der Früh, und die E-Mail wurde beantwortet zu Mittag, also in der Früh habe ich es geschickt, dass ich mich da bedanken will und so, und zu Mittag haben sie dann zurückgeschrieben, also du kriegst sofort eine E-Mail, dass die E-Mail angekommen ist und dass sich demnächst einer darum kümmern wird, und zu Mittag kam dann die Meldung zurück, wir freuen uns, dass Sie Ihre Tasche wieder gefunden haben, allerdings gibt es keine Linie 32. Es war 31 und so. Und dann halt, und bitte schreiben Sie genauer Fahrtrichtung und Zeit und so, damit wir die Mitarbeiter ausforschen können. Und dann habe ich das halt nochmal geschrieben, und dann, ich habe auch gefragt, ob es irgendwo so eine
unser Personal Tafel gibt, wo man einfach die Gesichter der Fahrer sieht. Da haben sie gesagt, aus Datenschutzgründen dürfen, gibt's das. Es gibt's zwar, haben sie bestätigt, aber nicht öffentlich zugänglich, sondern nur intern. Und man darf sozusagen sich nicht den hübschesten Straßenfahrer da aussuchen. Ja, mei. Aber auf jeden Fall großes Lob an die Wiener Linien. Ich war jetzt echt so stolzer Jahreskartenbesitzer. So, und wenn jetzt irgendjemand einmal in meinem Leben noch einmal schimpft auf die Wiener Linien, dass man da warten muss oder so, dem werde ich es zeigen, weil das sind die Besten der Welt. Also ich bin jetzt sehr, sehr zufriedener Kunde. Und sehr glücklicher Kunde. Gerettet durch die Wiener. Ja, wirklich. Und das war wirklich sehr toll. Also es steht ja immer das Schild da, nie, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, aber während der Station kann man durchaus sprechen und die haben das wirklich sehr super gemacht. Ja. Und sonst, das alles können Sie auch nachlesen unter spielenprogrammieren.de Blog in den Shownotes auch verlinkt. Ich bin auch mal gerettet worden. Ja, erzähl, Linie. Erzähl. Ich mache es ganz kurz. Das war wahnsinnig blöd. Ich hatte eine Bankomatkarte, die schon so leicht angemeiert war. In der Mitte hatte sie schon so einen kleinen Riss. Ja. Mhm. Und irgendwann mal fahre ich in der Früh auf die Uni. Das war, glaube ich, auch Jahreskartenzeit oder keine Ahnung. Irgendwie brauchte ich einen Fahrschein, steckte es in den Automaten rein und krieg die Karte nicht mehr raus. Wie im Moment, du steckst die Bankomatkarte in den Fahrschein-Zwicker? In den Fahrschein-Automaten. Achso, damit du einen Fahrschein dann kaufen kannst. Dann hat sich dieser Spalt aber in der Mitte dieser Karte so verschoben, dass wenn ich sie rausnehme. Also der Automat hat deine Karte gefressen sozusagen. Quasi. Nicht mehr, also du weißt, das wird ja nicht ganz eingezogen, ja, sondern du kannst das dann noch irgendwie. Und dann habe ich mir überlegt, ist ja blöd, da meine Bankomatkarte, die ja noch funktionstüchtig ist, jetzt da stecken lassen, das ist jetzt kein gutes Gefühl. Was mache ich jetzt? Da schaue ich mich mal irgendwie so um. Nach 5 Minuten kommt ein Bekannter mal vorbei, der klopft mir auf die Schulter, sage ich, ja, blöde Situation, ich kann da nicht weg. Und der ist dann rübergegangen zu diesen Ausguckbereichen von der Wiener Linie, weißt du, das, wo diese getönten Scheiben sind. Welche Station? Ja, weiß nicht, U4, aber es gibt es ja bei mehreren. Das war, glaube ich, damals. Ach so, zur Stationsaufsicht. U4, Hitzing war das, genau. Zur Stationsaufsicht, wo sie die vielen Monitore haben und genau. Und dieser Freund hat den U4-Aufseher irgendwie dann rausgeholt. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt: Ja, wir können da leider nichts machen, aber wir können die Firma anrufen, aber das wird ein bisschen dauern. Aber sie können sich bei uns reinsetzen und. Sie haben den Automaten immer im Blick und sie warten einfach, bis dann dieser Firmentyp kommt und das irgendwie rauskratzt aus dem Automaten. Das war noch, bevor es der war, und das war schön, ja. Also ich habe gewusst: Okay, die erste Vorlesung geht sich nicht mehr aus. Ja. Es war irgendwie Winter, es war schön warm dort irgendwie. Ich habe mir so eine Zeitung geschnappt. Und draußen, das ist auch wie... Also sophisticated Sample in Wien. Man schaut hier ein bisschen wie aus einem Aquarium rein. Das ist alles so, also da draußen so die gestressten Leute hin und her hetzen. Sie ziehen vorbei, aber das ist wirklich den Sound und es ist alles so gedämpft irgendwie von hier. Die Wien-Dämpfung. Ja, genau. Und es hat aber nicht lange gedauert, 3/4 Stunde oder so. Und dann ist auch ein Techniker gekommen, hat das aufgeklappt und hat das rausgetrieben und mir in die Hand gedrückt und... Aber ich war auch sehr dankbar, also die haben sich da voll auch ins Zeug gelegt und mich aufgenommen für die Zeit. Eine wichtige Lebenserfahrung muss ich jetzt noch mitgeben, wenn man also so super nette, liebenswürdige Wiener Linien-Mitarbeiter sieht oder sonst irgendwie ein Erlebnis hat oder auch eine Anzeige machen will, unbedingt so gescheit sein und die Waggonnummer aufschreiben für die Meldung nachher. Weil das habe ich dann auch vergessen und dadurch haben die jetzt das nicht so leicht gehabt mit dem Ausforschen. Also hätte ich einfach geschaut auf die Wagennummer und die in der E-Mail mitgegeben, werden die Mitarbeiter sofort ausgeforscht worden. Also unbedingt, wenn man Meldung macht, egal wo es geht, Waggonnummer. Sehr gut. Dann sind die von Ihnen, wenn man im Waggon drin ist. Okay. Dann kommt nächste Woche von mir Deutsche Bahn. Chaos. Werde ich mir schon aufschreiben. Stefan? Ich glaube, ich bin fertig. Weil dann würde ich sagen, erfreuen Sie sich jetzt an den 2 Interviews. Eins über Unterschied Game City, GameCon Köln und das andere über Dungeons. Das Lern-Roguelike. Das Lern-Roguelike, genau. Run or die. Was wirklich von sympathischen Leuten gemacht wird. Sehr gut. Ja, dann sage ich danke und bis nächste Woche. Schön, dass du dabei warst. Tschüss. Tschüss. Und nochmal, ne? Ah, nein, nimm schon. Dennis, Stefan, zum Thema Essen beim Garib.
Empfehlenswert. Ja, absolut empfehlenswert. Also ich habe heute gehabt das Iskender Kebab. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist im Prinzip ein normales Kebab. Nur die Besonderheit, es ist auf Joghurtsoße und auf Brot und mit Tomatensoße. Gut gewürzt, war ausgezeichnet, kann ich jederzeit weiterempfehlen. Meines war etwas trockener, es war keine Joghurtsoße, keine Tomatensoße drüber. Es war genau richtig, ja. Reis, Fleisch und Salat, aber im Salat war halt eine Soße und gut gewürzt. Ja, wer es ein bisschen trockener mal mag, aber sehr gut. Empfehlenswert. Okay, danke. Noch einmal draufdrücken. Okay. 4.10.2015, ich spreche mit Angelo auf der Game City über die Unterschiede zwischen Gamescon und Game City. Hallo Angelo. Ja, hi. Du bist erfahrener Game City Con Besucher und Aktivist sozusagen. Was sind für dich die Unterschiede zwischen Gamescon in Köln und Game City in Wien? Ja, erst einmal die Besucheranzahl, logischerweise. Ich mein, Game City ist eine Spur kleiner. Ja, minimal, ja, richtig. Ja, ansonsten natürlich viel weniger Möglichkeiten, Spiele auszuprobieren, beziehungsweise limitierter, kann man sagen, eigentlich. Also du als Spieler hast auf der Game City weniger zu spielen? Ja, weniger. Es sind nicht so viele Angebote da. Die Stände sind natürlich wesentlich kleiner und alles. Auf der Gamescom kannst du es halt auch nicht machen, weil du dort Minimum 5 Stunden Wartezeit hast an den Schlangen, ja, also beides ist... Also die Schlangen sind hier dafür auch kleiner, also du kommst schneller dran dafür. Ja, das doch auf jeden Fall, ja. Ansonsten weitere Unterschiede, ja, weniger, wie sagt man so gern, Swag, ne, also viel weniger T-Shirts und Mauspads und was weiß ich was, das Ganze... Also so Zubehör oder Merchandise zum Kaufen. Genau, das ist natürlich alles viel weniger. Wie sieht's aus mit den Cosplayern? Ja, Cosplayer, also ich war jetzt eben da gerade auf der Hauptbühne, waren um die, keine Ahnung, vielleicht 30 Cosplayer. Auf der Gamescom ist so gut wie jeder vierte gecosplayt, ja. Manche natürlich nehmen es eher weniger ernst, manche sind da absolute Veteranen und ja, gibt auch richtige Contests dort und kannst sogar ein LG Riesenplasma gewinnen, also das ist doch... Also es ist viel mehr normal auf der Gamescom im Kostüm zu erscheinen als hier auf der Game City. Ja, ja, absolut und es wird auch viel mehr... Weil die haben ja auch Cosplay will oder wie das heißt. Also das wird ja dezidiert, dezidiert wird das ja auch dort promoted. Also. Von der Atmosphäre so, also wie die Leute untereinander sind oder das Publikum? Ja, also na, da sehe ich keinen Unterschied. Da sind doch alle ja, euphorisch und schauen überall, was es zum Abgreifen gibt. Also das, da gibt es keinen Unterschied. Altersdurchschnitt oder so oder Eintrittspreis, gibt es da Unterschiede? Ja, Eintrittspreis auf jeden Fall, weil gerade jetzt in den letzten 2 Jahren sind die Preise ja doch auf der Gamescom gewaltig nochmal angestiegen aufgrund vom Erfolg und alles. Was zahlt man da jetzt für einen Tag? Also für einen Tag weiß ich also ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe immer nur diese ganz Wochenendstickets gehabt, die waren mit, ich glaube, 40 Euro oder sowas verbunden und damit war man eh schon recht billig im Vergleich zu 4-mal Tageskarten. Also altersunterschiedsmäßig ist eigentlich genauso durchgemischt dort wie hier auch. Also dort sind auch kleine Eltern mit kleinen Kindern wie hier? Ja gut, also mit den kleinen Kindern eher nicht, weil das ist dann schon ein bisschen... Eher nicht nur wegen dem Preis, aber ich meine, das sind dort absolute Menschenmassen und das ist dann doch ein bisschen, glaube ich, unverantwortlich, wenn man mit so einem, weiß nicht, Einjährigen rumläuft, das ist dann nichts. Du bist zufrieden mit der Game City an sich als Besucher oder eher schnell langweilig? Ja, na, es geht, also es ist doch im Vergleich, weil ich war vor eben 3 Jahren, also das letzte Mal hier, das ist doch wesentlich mehr geworden, also anscheinend ist da auch Interesse seitens Wiens auch ein bisschen gestiegen. Ja, also ich meine, ich bin jetzt noch nicht alles durchgegangen, aber ja, mal schauen, was noch so alles gibt. Aber derweil macht es aber keinen so schlechten Eindruck. Okay, danke Angelo. Ja, gern. Super. Ja, ich nehme doch auf. 4. Oktober 2015, Interview mit Gottfried von Neusu Games. Genau. Hallo Gottfried. Hallo Jens, grüß dich. Kannst du mir über deine Firma und das Spiel erzählen, das du im Indie-Bereich auf der Game City ausgestellt hast? Ja, also ich habe mit Scholt Marx, meinem Kompagnon, die Firma Neusu Games ungefähr vor 4 Jahren konzeptuell aus dem Leben gerufen. Wir haben angefangen mit einem Non-Violence-Game und sind jetzt übergegangen zu einem Educational Game. Das heißt, wir haben unser Game heißt Dungeonius, das wir hier ausstellen auf der Game City. Und
wir rennen durch einen kleinen Dungeon mit einem kleinen Superhelden. Also der Spieler-Avatar, nicht ihr zwei. Genau. Der Spieler rennt mit seinem Helden durch einen Dungeon, muss gegen Monster kämpfen. Das ist ein 3D-Dungeon, habe ich gesehen in der Vorschau, oder genau, ist das richtig. Nur in den Promo-Videos? Also nein. Am Phone, wenn ich spiele. Genau, auch am Phone haben wir komplett 3D-Grafik alles. Also durch die Kameraperspektive schaut es nicht ganz so aus. Wirkt sich das im Spiel aus oder ist es ein klassisches Roguelike, wo ich eigentlich nur eine Ebene habe? Oder habt ihr so Monster, die von oben oder von unten attackieren? Nein, also wir sind auch nur eine Ebene. Wir sind rundenbasiert. Es ist eine komplette 3D-Grafik dahinter. Auch die Animationen sind alles 3D-Skeletons. Zum Spiel selber, du kämpfst gegen Monster und musst Wissen einsetzen. Was heißt das? Es gibt Monster, die Wissen preisgeben, wenn man sie angreift. Und andere Monster, die verlangen Wissen. Und wenn man das richtig beantwortet oder das richtige Wissen hat, dann bekämpft man das Monster und besiegt es. Bei jedem Kampf ist automatisch eine Art Quiz oder ist genau. Der Kampf und Quiz zwei getrennte Sachen? Solange du dich im Dungeon bewegst, ohne ein Monster anzugreifen, ist das ganz normal, rundenbasiert. Und wenn du ein Monster attackierst, kommt das Quiz. Das heißt, das, wenn mir ein Monster einen Weg versperrt oder so, muss ich die Aufgabe lösen. Genau, richtig. Was sind das für Aufgaben? Alles, was du dir vorstellen kannst, was in einem Quiz drin ist, das können jetzt Vokabeln sein, das können sein, ich lerne Dinosaurier und die Namen dazu, ich lerne Filmstars und die Namen dazu. Das ist eigentlich eine Lernspiel-Engine, die man dann mit beliebigen Inhalten füttern kann. Genau das, so ist es, genau so. Ja. Und jetzt sind Mathematikaufgaben drin? Oder? Mathematikaufgaben gibt es für ganz kleine Leute ab 7 Jahren drinnen, genau. Aber wir sind jetzt natürlich kontinuierlich dran, das zu erweitern. Sind auch schon darauf angesprochen worden, ob wir Latein haben, haben wir natürlich noch nicht. Ja. Ja, also die Leute sind interessiert und wir sind schon sehr gespannt, was uns dann nach der Game City erwartet. Das Quiz kann immer nur so wie diese klassischen Fernsehquiz nur 4 Antworten Möglichkeiten bieten oder seid ihr da flexibler? Wir sind flexibler, wir haben auch andere Quiz-Modi. Jetzt im Spiel aktuell ist nur das 1:4 Quiz, also eine Frage, 4 Antworten. Aber ihr könntet theoretisch sogar was mit freien Antworten machen, wo du was tippen musst oder wo du ein Losungswort tippen musst? Prinzipiell ja, also wir haben auch darüber überlegt, ob wir so irgendwelche Spezialräume haben, wo man unten am Boden dann sozusagen die Buchstaben legen muss für das richtige Wort, für die richtige Antwort. Haben aber noch nicht ganz so den Game Engine Dreh heraus, wie wir das sozusagen für den Spieler einfach machen können, dass es auch spiellustig noch ist. Ich nehme an, ich kann wie bei jedem Roguelike raufleveln und einen höheren Rang erreichen. Was habe ich davon? Muss ich dann gewisse Quizfragen erst gar nicht mehr beantworten, weil ich die sozusagen schon mir erarbeitet habe oder werde ich trotzdem von jeder Maus aufgehalten mit einer Pinballfrage? Du hast zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es Quiz-Skills, sprich du kannst deinen Helden im Quiz-Bereich hochleveln. Das ist von 50-50-Joker, Zeit zurücksetzen, Zeit anhalten, okay. Bis hin zu zeig mir die Antwort, ja, ganz, für die ganz Faulen. Und dann im Kampfbereich gibt es Feuereffekte, mehr Leben, mehr Mana-Punkte und so weiter. Also du kannst deinen Helden, natürlich mehr Schlagkraft fürs Monster. Was nutzt man die Schlagkraft, wenn ich ja sowieso ein Quiz lösen muss, wenn ich in einem Kampf bin, oder? Es gibt ja Monster mit unterschiedlichen Lebenspunkten, ja. Und je mehr Schlagkraft du hast, desto weniger Quizzes musst du machen. Sprich, wenn du jetzt Schlagkraft nur 2 Punkte hast und du hast aber ein 4 Punkte Monster vor dir, musstest du 2 Quizzes machen. Und ja? Mit einer besseren Waffe brauchst du genau. Nur ein Quiz. Genau, richtig, genau so. Also es bringt doch was aufzuleben. Genau, also wenn du nicht so viele Fragen haben willst. Okay. Ist der Dungeon auch mehrere Level tief, also gehe ich von einem Dungeon weiter runter in einen neuen, noch tieferen, noch gefährlicheren Dungeon? Ja, du gehst immer weiter und ob du dir das jetzt rauf runter vorstellst, das überlassen wir deiner Fantasie. Wir haben uns da nicht festgelegt, ursprünglich war es raufgehen in Türme. Ah, okay, ja. Im Moment haben wir es total offen, weil wir haben uns eine große Story dahinter zu überlegt und die ist noch geheim. Die Dungeons sind zufallsgeneriert, also ja, mehr oder weniger. Ja. Ja. Die Monster sind sehr schön, was ich gesehen habe. Wie habt ihr die gemacht? Die Monster hat unsere Grafikerin gemacht, die Nadine Büsch. 3D-modelliert und handgezeichnet, also wirklich schöne Monster. Und ihr habt das Ganze auf Unity programmiert, oder? Genau, die Game Engine ist Unity und gibt uns natürlich die Möglichkeit, das dann auch auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen. Gesehen habe, ihr habt jetzt, glaube ich, Android und iOS genau. Für mobil nur. Genau, für mobilen Markt, genau. Wenn man es jetzt schon vor dem Launch, der eh bald ist, spielen will, wen muss man da anschreiben? Einfach zu uns neu zukommen, ja. ein E-Mail schicken, also dann am besten schaut auf die Seite dungeonius.com, dort sind unsere Kontaktdaten und einfach uns anschreiben, ich will Beta-Tester werden. Gebt Gas, weil wir machen bald zu.
damit wir endlich launchen können. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Educational Game zu machen? War das von euren eigenen Kindern oder seid ihr so Lehrer oder so? Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns beide lustigerweise beim Physikstudium kennengelernt, haben uns dann aus dem Weg, aus den Augen verloren, haben uns dann ein paar Jahre später beim Informatikstudium wieder getroffen. Der Scholt ist dann in die Game-Industrie gegangen, ich in die Forschung und eben vor 4 Jahren haben wir uns dann wieder getroffen und also der Scholt war in England, ist dann wieder zurückgekommen wegen seinem Sohn und da habe ich dann gesagt, du, ich möchte mich selbstständig machen und er hat ja auch gesagt, ja, eigentlich Games interessieren mich, mach mal Games. Und ich war schon immer sehr für Educational Games, weil Kinder ja unglaublich viel Zeit vorm Computer verbringen können, wenn es um Spiele geht. Und ich habe mir gedacht, wenn man das ausnützen kann, diese Energie, die da drin steckt bei Kindern, dass sie auch gleichzeitig dabei was Sinnvolles mitmachen, dann wäre das mein Ziel. Und das ist irgendwie auch so mein innerer Belief, dass ich sage, genau, spielend lernen. Eigentlich, weil wenn man sich Lernspiele heutzutage anschaut, die sind nicht motivierend genug. Also ich sehe es immer wieder, das ist, genau, es ist viel Grafik drumherum, aber es ist nicht ein Spiel und wir haben jetzt ein Spiel gemacht, wo man lernt und nicht ein Lernspiel, sondern ein Spiel, das lernt, das einen trainiert. Ja super, und es ist leider nicht Open Source, habe ich gehört. Ne? Es ist leider nicht Open Source, ja, also den Luxus können wir uns noch nicht leisten. Es wäre schön, wenn wir mal so weit sind. Ab wie vielen Millionen wird es befreit? Das ist eine gute Frage. Kickstarter-Ziel machen. Genau, also Kickstarter-mäßig wären wir mit wahrscheinlich 100.000 schon komplett zufrieden. 100.000 Einheiten oder 100.000 Euro? Euro, genau, 100.000 Euro. Wer euch 100.000 Euro gibt, dann wird das Spiel freie Software. Fast, ja. Also muss ich noch mit dem Scholt reden, ja. Der hat noch eine Hand drauf. Ja, und mit den Premium-Paketen, da wollen wir noch vielleicht mit irgendwie Schulen oder so zusammenarbeiten, also da müssen wir auch schauen, wie wir das dann handeln können. Okay, vielen Dank, Gottfried. Ja, ich danke dir für die Einladung und danke.